Sehr geehrte Damen und Herren, ich eröffne die 10. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin und begrüße Sie, unsere Gäste und Zuhörer sowie die Medienvertreter sehr herzlich. Unter unseren Gästen auf der Besuchertribüne heiße ich Frau Dr. Martina Köppen willkommen. Sie ist die Nachfolgerin von Monsignore Brytarski als Leiterin des katholischen Büros Berlin-Brandenburg und hat eben unsere ökumenische Andacht mit durchgeführt. Herzlich willkommen auf gute Zusammenarbeit. Dann möchte ich allen anwesenden Frauen ganz herzlich zum heutigen Internationalen Frauentag gratulieren. Unsere heutige Tagesordnung wird diesen Tag, so glaube ich, auch angemessen berücksichtigen. Alles Gute. Da dürfen die Herren ruhig klatschen. Ja. Herr Kollege Michael Freiberg von der Fraktion der CDU hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, lieber Kollege. Und ich habe eine Mandatsänderung bekannt zu geben. In der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist Herr Ayibola Olalovo für Herrn Volker Ratzmann nachgerückt. Herzlich willkommen, Herr Kollege. Auf gute Zusammenarbeit. Nun habe ich Geschäftliches mitzuteilen. Am Montag sind folgende 5 Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde eingegangen. Antrag der Fraktion der SPD zum Thema 100 Tage Rot-Schwarz, erfolgreiche Berliner Perspektiven für starke Wirtschaft, gute Arbeit und sozialen Zusammenhang. Ein gleichlautender Antrag der Fraktion der CDU. Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum Thema ohne Anspruch und Profil 100 Tage Rot-Schwarz. Antrag der Fraktion Die Linke zum Thema 100 Tage Rot-Schwarz, ob S-Bahn, Mieten, Mindestlohn, viel geredet, nichts getan. Und Antrag der Piratenfraktion zum Thema 100 Tage rot-schwarzer Senat, Chaos und Rücktritte in der Integrationspolitik. Die Fraktionen haben sich inzwischen auf das gemeinsame Thema 100 Tage rot-schwarzer Senat verständigt, das sich als Aktuelle Stunde unter dem Tagesordnungspunkt 3 auf Antrag aller Fraktionen aufrufen werde. Die am Montag eingegangenen Anträge haben damit ihre Erledigung gefunden. Damit möchte ich auf die Ihnen vorliegende Konsensliste sowie auf das Verzeichnis der Dringlichkeiten hinweisen. Ich gehe davon aus, dass allen eingegangenen Vorgängen die dringliche Behandlung zugebilligt wird. Sollte dies im Einzelfall nicht Ihre Zustimmung finden, bitte ich um entsprechende Mitteilung. Entschuldigungen von Senatsmitgliedern für die heutige Sitzung liegen vor, und zwar Herr Senator Müller ist ganztägig abwesend. Er ist auf Dienstreise auf der internationalen Immobilienmesse MIPIM in Cannes. Herr Senator Nussbaum fehlt wegen Erkrankung. Wir wünschen Ihnen von dieser Stelle gute Genesung. Frau Senatorin Kohlert wird abwesend sein von ca. 17.30 Uhr bis ca. 20.30 Uhr, weil sie in dieser Zeit den Berliner Frauenpreis verleihen wird. Und Frau Senatorin Scheres wird abwesend sein von 14 bis 16.30 Uhr. Grund ist die Teilnahme an der KMK-Sitzung in Berlin und einem Gespräch mit der Frau Bundeskanzlerin. Meine Herren, es besteht gar kein Grund zu pfeifen. Ich habe es nämlich gehört. So, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1. Fragestunde gemäß § 51 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Bevor ich die erste Frage aufrufe, teile ich Ihnen mit, dass die Piratenfraktion die Frage Nummer 10 zurückgezogen hat. Vor diesem Hintergrund schlage ich Ihnen vor, die Frage Nummer 1 und 14 zur Schulpflicht zu verbinden. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Das Wort zur ersten mündlichen Anfrage hat der Abgeordnete Joschka Langbrink von der SPD-Fraktion mit der Frage über konsequente Durchsetzung der Schulpflicht. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank. Ich frage den Senat, welche Maßnahmen unternimmt der Senat allgemein und speziell mit seinem neuen Qualitätspaket für Schulen zur weiterhin konsequenten Durchsetzung der gesetzlichen Schulpflicht, um die Zahl der Schwänzer und Schulverweigerer zu reduzieren? Vielen Dank. Dann schließt sich gleich die Frage laufende Nummer 14 des Kollegen Martin Delius von den Piraten an.
Schulpflichtverletzung. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Ich frage den Senat, zu wie vielen Schulpflichtverletzungen kommt es jährlich in Berlin? Wie viele Bußgeldverfahren werden jährlich eingeleitet und wie bewertet der Senat damit die Arbeit der Schulverweigerungsbehördenprojekte in Berlin? Danke. Vielen Dank, Herr Kollege. Es beantwortet Frau Senatorin Scheres. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Langbrink, Herr Delius. Zum 1. Februar ist die AV in Kraft getreten, Schulpflicht. Inhalt dieser AV ist es, dass jetzt zukünftig die Schulen direkt am ersten Tag, wenn Schülerinnen und Schüler in der Schule fehlen, die Erziehungsberechtigten informieren sollen. Und in diesem Zusammenhang plane ich auch, ein Pilotprojekt an 10 Schulen durchzuführen. Hier sind wir gerade in der Vorbereitung und in der Abstimmung. Wir werden da auch den Datenschutzbeauftragten mit einbeziehen, ein elektronisches Klassenbuch einzuführen und zu erproben. Es geht darum, dass dann eben über SMS oder andere Wege die Eltern direkt aus dem Klassenzimmer informiert werden können, wenn Schülerinnen und Schüler in der Schule fehlen. Und es wird aber auch weiter wie bisher so verlaufen, dass eben nach 10 Tagen das Schulamt informiert wird, wenn Schülerinnen und Schüler am Stück fehlen. Und es ist ja auch gängige Praxis, dass es dann einen Kontakt zum Jugendamt und zur Schulaufsicht in diesem Zusammenhang gibt, um eben darüber zu informieren. In Bezirk Mitte gibt es ein sehr, sehr gutes Projekt. Also das ist ein Pilotarbeitskreis. Dieser Arbeitskreis arbeitet ressortübergreifend zusammen, angeknüpft eigentlich an das Thema Kinderschutz. Also hier ist ja der Schwerpunkt, dass die unterschiedlichen Bereiche zusammenarbeiten, um intensiver bestimmte Themen zu diskutieren. Und hier hat man sich auch das Themenfeld der Schulverweigerung eben vorgenommen und hat hier sehr gute Ansätze auch erarbeitet. Andere Bezirke orientieren sich auch an diesem Ansatz, also sich dann mit Jugendamt, Schulamt und unterschiedlichen Institutionen an einen Tisch zu setzen, um eben zu schauen, wie es gelingen kann, gerade Schülerinnen und Schüler dann auch wieder zu motivieren, in die Schule zu gehen oder wie man auch schneller darüber informieren kann, wenn Schülerinnen und Schüler in der Schule fehlen. Was mir darüber hinaus auch wichtig ist, weil wir eben auch feststellen, dass dieses Thema sehr unterschiedlich in den Bezirken gehandhabt wird, dass man dazu hinkommt, einheitliche Leitlinien zu entwickeln. Und hier planen wir eben auf Landesebene eine Arbeitsgruppe mit den Bezirken einzurichten, um eben von den guten Beispielen, wie zum Beispiel im Bezirk Mitte, zu lernen und einheitlich vorzugehen, was dieses Thema angeht. Abschließend noch zu diesem Punkt. Prüfen wir gerade, ob bei den 14-jährigen Jugendlichen, die also wirklich gravierend nicht zur Schule gehen, ob man hier in diesem Zusammenhang Bußgelder aussprechen kann. Dies ist aber noch in der Prüfung. Jetzt zur zweiten Frage von Herrn Abgeordneten Delius. Es gab im Mai eine kleine Anfrage genau zu diesem Thema, wo wir dann in den Bezirken die Zahlen erhoben haben. Und in der kleinen Anfrage können Sie das auch bezirksdetailliert auch noch mal nachlesen. Ihre Frage war ja, wie sich die Schulversäumnisanzeigen verteilen. Oder es ist so, berlinweit gab es im Schuljahr 2019 2.636 Schulversäumnisanzeigen und in 894 Fällen sind Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Und die Schulen, wie gesagt, gehen da sehr unterschiedlich mit um und im Rahmen ihrer Präventions- und Reaktionskonzepte entwickeln sie eben Ansätze, wie sie mit diesen Themen umgehen. Aber an dieser Stelle möchte ich auch noch mal deutlich sagen, es ist natürlich auch schwierig, junge Menschen, die lange nicht in die Schule gegangen sind, wieder zu motivieren, in die Schule zu gehen, weil es hat ja sehr unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Und ich finde es eben auch wichtig, dass es darüber hinaus bei den Schülerinnen und Schülern, wo es nicht gelingt, auch Projekte zu haben, dass diese Jugendlichen auch zu ihren Schulabschlüssen kommen. Und da gibt es unterschiedliche Projekte, wie zum Beispiel Plan B. Das ist ein Projekt in Marzahn-Hellersdorf. Und hier gelingt es, circa 50% der Jugendlichen dann zu einem Schulabschluss zu bringen. Und ich finde, das sind sehr gute Ansätze, die auch fortgeführt werden sollen. Vielen Dank. So, zur ersten Nachfrage, Kollege Langbrink, bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Senatorin, für Ihre Ausführungen und auch Ihr beherztes Vorgehen.
und Handeln, was die konsequente Durchsetzung der Schulpflicht anbelangt. Ich habe eine kurze Nachfrage, dass Sie noch mal ganz kurz was sagen können zu einem Qualitätspaket, dass seit dem 1. Februar die Lehrerinnen und Lehrer und die Schulen dazu angehalten sind, die Erziehungsberechtigten bereits am ersten Tag des unentschuldigten Fehlens, die Erziehungsberechtigten darüber zu informieren. Und darüber hinaus, vielleicht können Sie noch ganz kurz was zu den Ursachen sagen, die zum Schwänzen und Schulverweigern führen. Dankeschön. Herr Abgeordneter Langenbrink, also eine wesentliche Maßnahme aus dem Qualitätspaket ist ja die Information der Eltern direkt am ersten Tag, wenn die Schülerinnen und Schüler fehlen. Und das haben wir ja in einer AV formuliert. Und das ist jetzt sozusagen die Grundlage für die unterschiedlichen Institutionen, so vorzugehen. Also das ist, also haben wir sozusagen direkt praktisch umgesetzt. Und warum Schülerinnen und Schüler über längere Zeit nicht in die Schule gehen, das hat natürlich sehr unterschiedliche Gründe. Da gibt es keine pauschale Antwort zu. Angefangen, dass es familiäre Probleme gibt, dass es, dass Schülerinnen und Schüler keinen Sinn in der Schule sehen und keine Unterstützung von ihren Eltern erfahren. Also hier fehlen an manchen Stellen auch Vorbilder. Oder dass es Probleme in der Schule gibt und sie sich nicht trauen, in die Schule zu gehen. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Und hier muss man dann eben auch ganz detailliert schauen, wie man aufgrund dieser Gründe dann mit den Jugendlichen auch umgeht. Und deswegen finde ich die unterschiedlichen Ansätze auch wichtig und die Projekte, die ich eben auch angesprochen habe. Weil es muss darum gehen, dass so viele junge Menschen wie möglich in Berlin einen Schulabschluss bekommen. Vielen Dank, Frau Senatorin. Herr Delius, bitteschön. Ja, vielen Dank, Frau Scheres. Ich habe auch noch eine Nachfrage zu dem Benachrichtigungssystem. Sie haben es ja jetzt auch ausgeführt, Benachrichtigung per SMS haben Sie genannt. Gibt es Studien, die Rückschlüsse darauf zulassen, dass ein solches Benachrichtigungssystem tatsächlich zu einer Besserung der Situation führt bei den Schülerinnen und Schülern, die Sie herangezogen haben? Bitte schön, Frau Senatorin. Herr Abgeordneter Delius. Ich hatte ja eben beschrieben, dass das ein neues Projekt ist, ein Pilotprojekt hier in Berlin. Und was wir gerade vorbereiten, also Erfahrungen aus anderen Bundesländern sind mir jetzt nicht bekannt. Aber was ich eben auch wichtig finde, das hatte ich auch angesprochen, dass wir da auch mit den Datenschützern dann im Gespräch sind, um dieses Projekt eben dann auch gut durchführen zu können. Und ich finde es einen richtigen Ansatz, weil es natürlich eine schnelle Möglichkeit ist, Eltern zu erreichen. Und wir bekommen es ja im Alltag mit, dass es teilweise so ist, dass Eltern von solchen Schülerinnen und Schülern über Wochen nicht mitbekommen, dass ihre Kinder nicht in die Schule gehen. Und wenn sie sozusagen sofort mitbekommen, dass ihr Kind nicht in die Schule geht, haben sie eine andere Möglichkeit, auf die Kinder auch einzuwirken. Und ich glaube schon, dass wir über so ein System auch mehr erreichen können. Und ich glaube auch, dass die Eltern dankbar sind, wenn sie sowas auch schneller mitbekommen. Vielen Dank. Dann haben wir jetzt noch die Meldung des Kollegen Mutlu. Oder die Eltern sind genervt, weil sie am ersten Tag gleich einen Anruf bekommen. Egal. Meine Frage geht in eine andere Richtung, Frau Senatorin. Wir wissen ja seit Buschkowski, dass Sanktionen in diesem Thema nicht viel bringen. Und ob diese neue AV, die eigentlich mehr Bürokratie in die Schulen bringt, was bringt, wage ich auch zu bezweifeln. Daher meine Frage, was tun Sie denn konkret, um das Klima in der Schule derart zu verändern, dass es überhaupt oder so wenig wie möglich zum Schulschwänzen überhaupt kommt? Weil, wie Sie schon sagten, es gibt viele Schüler, die Schule schwänzen. Dafür gibt es Gründe und die Gründe sind bekannt. Also was tun Sie, damit eben Sie zur Schule gehen, statt mit Sanktionen, mit mehr Bürokratie die Eltern darüber zu informieren, dass das Kind am ersten Tag nicht da ist? Frau Senatorin. Herr Abgeordneter Mutlu, ich denke mir, dass es selbstverständlich ist, dass es nicht nur um Sanktionen geht. Und wenn man unsere Berliner Schulpolitik mitbekommt, wissen Sie, dass es sehr, sehr viele Präventionsangebote und Beratungsangebote gibt, um eben dafür Sorge zu tragen, dass es gute Stimmung an Schulen geht oder auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Schule oder der Einsatz von Kräften, das freiwillige Soziale. Ja, es gibt ganz, ganz viele Maßnahmen, um eben gute Stimmung in Schulen zu schaffen. Das wissen Sie. Und ich sage mal, wir haben eine Schulpflicht. Und ich finde, diese Schulpflicht muss umgesetzt werden. Und eine Maßnahme...
eine positive Maßnahme ist es einfach, die Eltern zu informieren. Wir bekommen es doch mit, dass manche Eltern das gar nicht mitbekommen, dass ihre Eltern nicht in die Schule gehen. Und ich glaube nicht, dass die Eltern genervt sind. Es gibt sicherlich auch Eltern, die es nicht interessieren wird, auch wenn sie informiert werden. Und da ist doch der Punkt, dass wir immer wieder ansetzen müssen, den Eltern zeigen müssen, dass es wichtig ist, dass ihre Kinder in die Schule gehen. Man muss an dieser Stelle auch sagen, der Großteil der Berliner Kinder geht in die Schule. Ja, und die Eltern sind interessiert, aber es gibt Einzelfälle und hier müssen wir unterschiedliche Maßnahmen treffen im präventiven Bereich, aber auch im Bereich der Sanktionen, wo Eltern dann angeregt werden, sag ich mal, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kinder in die Schule gehen. So, als nächstes Frau Kollegin Kittler. Ja, Frau Schieres, ich finde es ja sehr unterstützenswert, gegen schulferne Kinder etwas zu unternehmen oder für sie, sagen wir mal. Aber ich frage natürlich sofort, wenn Sie jetzt auf so ein Projekt abheben, wie wir schicken morgens mal eine SMS an alle Eltern, was machen Sie mit Eltern, die überhaupt kein Handy haben oder die ihre Handynummer nicht freigeben wollen? Wollen Sie da eine Handypflicht einführen? Und wäre es nicht vielleicht sinnvoller, Projekte wie zum Beispiel das produktive Lernen für schulferne Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, damit die wieder an das Arbeiten herangeführt werden? Bitte schön, Frau Senatorin. Frau Abgeordnete Kittler, es ist in den Schulen ziemlich normal, dass die Eltern ihre Telefonnummern hinterlassen, alleine wenn die Kinder krank werden. So. Und die Eltern entscheiden selber, welche Telefonnummern sie angeben, ob das die private Festnetznummer ist, das Handy ist oder die Dienstnummer. Und meistens werden dann auch Telefonnummern von beiden Erziehungsberechtigten angegeben oder auch von Bekannten. Und das ist die Entscheidung der Eltern. Und das ist ja wohl selbstverständlich, dass wir hier keinen zwingen, irgendeine Handynummer abzugeben. Aber es geht um die Erreichbarkeit und die meisten Eltern geben ihre Telefonnummern ab. Und wenn sie kein Handy haben, ruft man auf Festnetz an und spricht auf den Anrufbeantworter. Ich denke mir, das ist überhaupt gar kein Problem und das werden wir auch irgendwie umsetzen können. Vielen Dank. So, dann kommen wir zur nächsten mündlichen Anfrage. Auf Nummer 2 des Kollegen Gottfried Ludewig von der CDU-Fraktion erfolgt der zentralen Stelle Kinderschutz. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich frage den Senat, wie erfolgreich trug die zentrale Stelle Kinderschutz zur Teilnahme einer größeren Anzahl von Kindern an den Früherkennungsuntersuchungen bei und welche Quoten wurden dabei erreicht? Welche weiteren positiven Ergebnisse für den präventiven Kinderschutz erbrachte diese Erhöhung der Teilnehmerzahl? Vielen Dank. Es antwortet Herr Senator Chaya. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Abgeordneter Ludewig, zu Ihrer ersten Frage. Die Schaffung der zentralen Stelle folgt aus dem Kinderschutzgesetz, welches eine prioritäre Forderung der Konferenz der Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin im Jahr 2007, genau im Dezember 2007 war. Das Land Berlin hat mit dem Kinderschutzgesetz eine umfassende Regelung für das Einladewesen und die Vorsorgeuntersuchung geschaffen. Die Einrichtung der zentralen Stelle an der Charité Universitätsmedizin Berlin hat sich seit Aufnahme der Tätigkeit sehr gut bewährt und konnte die vom Senat erwarteten Effekte im Hinblick auf eine Steigerung der Teilnahmeraten an den Kindesfrüherkennungsuntersuchungen erfolgreich umsetzen. Damit ist bereits jetzt schon eine wesentliche Zielstellung des Berliner Gesetzes zum Schutz und Wohl des Kindes erzielt worden. Im Genaueren heißt es, dass die Teilnahmequoten im Vergleich zwischen Rückmeldungen Januar 2011 und Januar 2012 bei den U4-Untersuchungen bei 98,7% liegt, bei den U5-Untersuchungen bei 98,8%, eine Steigerung von 5,8%, bei den U6-Untersuchungen von 98,3%, das ist eine Steigerung von 4,5%, bei den U7-Untersuchungen eine Steigerung um 7% auf 87%, bei der etwas schwierigen und bislang noch nicht so bekannten Vorsorgeuntersuchung U7a eine Steigerung von 5,7% auf 85% und bei U8 auf 78% und bei U9 auf 85%. Insgesamt ist die Zahl der Rückmeldungen pro Monat zwischen Januar 2011 und Januar 2012 um ca. 2.000, sprich rund 10% gestiegen.
Also alles zusammengefasst eine äußerst positive Entwicklung. Zu Ihrer zweiten Frage. Durch die Erhöhung der Teilnehmerzahl konnten zusätzliche Effekte erzielt werden, die jeweils direkte Auswirkungen auf Kindergesundheit und präventiven Kinderschutz haben. Der entscheidende Vorteil des Einladewesens und Rückmeldeverfahrens besteht darin, dass eben alle Kinder unabhängig vom Versichertenstatus und Besuch einer Kita über einen Zeitraum von 5,5 Jahren erreicht und beobachtet werden können. Die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen konnte durch Hausbesuche und Kontaktaufnahme mit Familien massiv gesteigert werden. Beratungsleistungen wurden auch ohne Zusammenhang mit den Früherkennungsuntersuchungen nur aufgrund des Einladewesens in Anspruch genommen. Das passiert bei rund 12-13% der Familien. Ohne Einführung des Einladewesens wären diese Familien nicht erreicht worden. Das Einladewesen hat sich damit als guter, effektiver und niedrigschwelliger Zugang behauptet. Für die Wahrnehmung der Aufgaben, das wissen Sie, gibt es in den Bezirken Beschäftigungspositionen bei dem KJKD und bei den Jugendämtern, wofür jährlich 1,18 Millionen Euro ausgegeben werden. Und die zentrale Anlaufstelle bei der Charité wird mit 277.000 Euro im Jahr unterstützt. Vielen Dank. Eine Nachfrage des Kollegen? Ja. Bitte schön. Herr Senator, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Könnten Sie vielleicht auch etwas dazu sagen, ob es eine neue Schwerpunktsetzung gibt, seitdem Sie im Amt sind, die neue Koalition, oder welche Unterschiede es zur vorherigen Koalition gibt? Herr Abgeordneter Ludewig, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, auf die Frage kann ich Ihnen gern antworten. Die Evaluation soll ja erst im Jahr 2013 stattfinden, aber es gibt eine Erstevaluation in den Bezirken, also eine Rücksprache mit den Bezirken, wie sich die beiden zusätzlichen Stellen, die es pro Bezirk gibt, so bewähren. Und dabei ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Beschäftigungsposition beim Jugendamt und eine beim Gesundheitsamt nicht richtig aufgeteilt ist, sondern dass es besser wäre, mehr Personal beim Gesundheitsamt zu haben und weniger beim Jugendamt, sodass jetzt 90% der Mittel bei den Gesundheitsämtern sein werden und 10% der Mittel bei den Jugendämtern für die Nachsorge nach den Haustürgesprächen, in Anführungsstrichen, also den Hausbesuchen. Und in diesem Zusammenhang ist es so, dass jetzt 90% der Mittel im Rahmen dieser Haushaltsplanaufstellung schon zu den Gesundheitsämtern gehen. Vielen Dank. Dann hat die nächste Nachfrage Frau Kollegin Burkhardt-Eulitz. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Senator. Ich frage noch mal, wie viele Fälle sind Ihnen bekannt, bei denen aufgrund, also wie viele und welche Fälle sind Ihnen bekannt, bei denen aufgrund der mangelnden Mitarbeit der Personensorgeberechtigten bei den Früherkennungsuntersuchungen eine Kindeswohlgefährdung festgestellt wurde und von staatlicher Seite mit Schutzmaßnahmen eingeschritten werden musste? Bitte schön, Herr Senator. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, die Frage kann ich Ihnen nicht genau beantworten, wie hoch die Anzahl ist. Ich kann Ihnen dies aber gerne nachreichen. Dafür müsste es aber eine Rücksprache mit all den Jugendämtern geben. Und das liegt uns im Gesundheitsressort so nicht vor. Aber wir können das gerne nachreichen. Vielen Dank. Dann kommen wir zur laufenden Nummer 3. Die Kollegin Anja Kofbinger von den Grünen zu frauenpolitischen Initiativen des Senats. Fehlanzeiger? Fragezeichen. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ist das Mikro an? Ja, jetzt. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich frage den Senat, welche frauenpolitischen Initiativen hat der Senat in den letzten 100 Tagen unternommen? Und zweitens, welche frauenpolitischen Initiativen plant der Senat für die nächsten 100 Tage? Vielen Dank, Frau Senatorin Kohlert, bitte schön. Dankeschön. Dass man richtig stehen kann. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Abgeordnete Kofinger, vielen Dank für Kofbinger, tatsächlich. Ich habe Sie ja die ganze Zeit immer so genannt, Sie haben nie protestiert. Egal, dann klären wir das heute. Vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit, die Sie mir mit Ihrer Fragestellung heute hier geben. Ihnen an dieser Stelle die
wichtigsten frauenpolitischen Initiativen und Arbeitsergebnisse der ersten 100 Tage meiner Amtszeit vorstellen zu können. Als erstes möchte ich hier Ihnen mitteilen oder nennen, die Initiative mit der IHK zur Förderung von Frauen in Führungspositionen in der privaten Wirtschaft. Sie haben das sicher über die Medien mitbekommen. Gestern habe ich mit dem Präsidenten der IHK, Dr. Schweitzer, gemeinsam eine Vereinbarung unterzeichnet, Frauen an die Spitze. Und wir bezwecken hier, viele Berliner Unternehmen dafür zu gewinnen, sich zukünftig gemeinsam für mehr Frauen in Führungspositionen, in Führungsaufgaben stark zu machen. Ziel der Vereinbarung ist, die Karrierechancen von Frauen im Berufsleben zu verbessern. Die mitmachenden Unternehmen sollen sich dann verpflichten, eine Unternehmenskultur der Gleichberechtigung zu pflegen und weibliche Beschäftigte gezielt über ihre Karrierechancen zu informieren. Dabei sollen die Unternehmen darin unterstützt werden. Und ich denke, das wird dann auch mein Part sein, unternehmens- und bedarfsgerechte Instrumente zur Frauenförderung zu entwickeln. Ich bin mir sicher, dass wir viele aufgeschlossene Berliner Unternehmen gewinnen werden, die hier mitmachen. Als zweites möchte ich gerne hier erwähnen, die Teilnahme an der Bundesinitiative Mehr Frauen in Führungspositionen, regionale Bündnisse für Chancengleichheit. Hier habe ich in den ersten 100 Tagen mich sehr dafür eingesetzt, dass wir uns hier als Stadt auch bewerben. Das haben wir auf den Weg gebracht. Leider, das ist der aktuelle Stand, habe ich erfahren, dass Berlin nicht unter den 10 ausgewählten Regionen bei der Auswahl gekommen ist. Darüber hinaus möchte ich gerne hier auch erwähnen, ein Werbespot gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Ich habe diesen Werbespot am 22. Februar in Berlin auf einer Pressekonferenz in der Urania vorgestellt und uraufgeführt. Es bildet den bundesweiten Auftakt der Medienkampagne zum Equal Pay Day 2012. Der Spot wird auf der Videoplattform YouTube gezeigt, sowie im Berliner Fenster und im Warte-TV der Berliner Bürgerämter. Wir haben hier diese Produktion in Zusammenarbeit auch mit den bezirklichen Frauenvertreterinnen hinbekommen. Und hier wollen wir natürlich darauf sensibilisieren, dass wir ein Entlohnungsdefizit nicht nur bundesweit, sondern auch in Berlin haben und das als ungerecht empfinden. Als weiteren Punkt möchte ich erwähnen den aktualisierten Gender-Daten-Report ab heute im Netz nachzulesen. Frau Abgeordnete, Sie können gerne reingucken. Es ist der nunmehr dritte Bericht in Folge. Ermöglicht einen Überblick über sehr viele grundlegende Daten zur Information, wie es um die Frauen steht in Berlin. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich Bildung, Erwerb, Demografie und Lebensformen. Im Februar hat der Senat den aktuellen Bericht zur Umstellung des Landesgleichstellungsberichts in den Jahren 2008 bis 2010 verabschiedet. Mit dem Landesgleichstellungsgesetz hat sich der Senat verpflichtet, den im Landesdienst beschäftigten Frauen und Männern gleiche Berufschancen sowie Teilhabe an Beratung und Entscheidungen in Gremien des Landes zu sichern. Die Ergebnisse sind Ihnen ganz sicher bekannt. Es gibt im öffentlichen Dienst, in der öffentlichen Verwaltung Fortschritte. Die Zahlen rund um Aufsichtsratsmitglieder, aber auch was die Entwicklung des Frauenanteils bei den Abteilungsleitern und Referatsleitern angeht, gibt es hier Fortschritte. Aber es gibt auch Handlungsbedarf. Diese habe ich auch so der Öffentlichkeit mitgeteilt. Zu Ihrer Frage 2, da antworte ich natürlich sehr gerne auch, was ich in den nächsten 100 Tagen vorhabe. Ich hoffe, das wird jetzt keine Regelmäßigkeit, alle 100 Tage mal so einen Rückblick und einen Ausschau zu halten. Ist für mich eine gute Gelegenheit, über meine Arbeit hier regelmäßig zu sprechen.
Als Erste möchte ich schon gerne darauf hinweisen, dass das, was wir gestern mit der IHK gemeinsam als Initiative gestartet haben, natürlich wir da jetzt dafür werben wollen, in den nächsten Tagen und Wochen, dass Unternehmen sich dort anschließen an diese Initiative und mitmachen, dass nicht nur private Unternehmen sich dieser Initiative anschließen, mehr Frauen an die Spitze, sondern auch die Landesbeteiligung. Hier gibt es schon erste Gesprächsansätze. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erarbeitung der Fortschreibung des gleichstellungspolitischen Rahmenplans. Gleichstellungspolitik kann nur als Querschnittsaufgabe aus Querschnittspolitik gelingen. Deshalb Erarbeitung der Fortschreibung und eines neuen Masterplans in Abstimmung mit den anderen Ressorts und den Bezirken. Thematisch wird sich dieser orientieren an den Handlungsfeldern der EU-Strategie zur Gleichheit 2010 bis 2015. Worum geht es da? Gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit, gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige Arbeit, Gleichstellung in Entscheidungsprozessen, Schutz der Würde und Unversehrtheit der Gewalt gegen Frauen und Mädchen an Ende setzen und natürlich wird die Fortschreibung die politischen Schwerpunkte der Regierung aufgreifen. Im Vordergrund wird das Thema Bildung in all seinen Facetten stehen. Gender Mainstreaming und Gender Budgeting werden ebenfalls fachlich weiterentwickelt im Rahmen der Fortschreibung. Ein weiterer Punkt ist das Thema Girls Day. Das wird auch dieses Jahr, ich gehe fest davon aus, mit einer großen Resonanz und breiter Unterstützung und Teilnahme von Schulen und Unternehmen wieder realisiert werden. Und im Juni werden wir den Berliner Unternehmerinnen-Tag durchführen und diese Gelegenheit natürlich wieder nutzen, den diesjährigen Berliner Unternehmerinnenpreis zu verleihen. Das sind nur einige Punkte, aber das müsste, denke ich, erst einmal für die Beantwortung reichen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin. Eine Nachfrage der Kollegin Kofbinger. Ja, danke, Frau Senatorin, für die Beantwortung und die ausführliche Beantwortung Ihrer Frage. Aber die Höflichkeit gebietet es selbstverständlich, dass ich erst mal Ihre Frage an mich beantworte. Ja, ich werde nicht alle 100 Tage nachfragen, aber ich werde regelmäßig nachfragen. Aber wahrscheinlich auch im Rahmen der aktuellen Viertelstunde im Ausschuss. Ich bin sehr interessiert an Ihrer Arbeit, das sollte Sie eigentlich freuen. Ich war auch sehr erfreut, heute viele Schlagwörter wiederzuhören, die ich in den letzten 5 Jahren gehört habe. Ich habe natürlich jetzt streng genommen nach Ihren Initiativen gefragt und da ist ja eine dabei, nämlich die gestrige mit der IHK. Das habe ich mir sehr genau durchgelesen. Deshalb noch mal eine Frage dazu. Das hörte sich für mich ein wenig so an wie die Flexiquote von Frau Schröder. Wir versuchen jetzt mal alle zusammen die, sagen wir mal, Berliner Wirtschaft, die Wirtschaftsbetriebe, die Firmen zu interessieren für mehr Frauenförderung. Können Sie mir denn vielleicht auch etwas konkretere Sachen dazu sagen, außer dass Sie es mit aller Macht versuchen werden? Denn diese Versuche habe ich die letzten 5 Jahre ja sehr intensiv begleitet als Fachabgeordnete. Gibt es dort einen Punkt vielleicht, den Sie mir nennen könnten, den Sie für besonders erfolgversprechend in Ihrer Initiative halten? Vielen Dank für die Nachfrage. Bitte schön, Frau Senatorin. Ja, Frau Abgeordnete Kofbringer. Bringer. Binger. Frau Abgeordnete, also ich kann Ihre... Ich kann Ihre Ungeduld total nachvollziehen, aber ich habe die Initiative erst gestern unterzeichnet. Also insofern... ich freue mich auf über Ihr Interesse und ich bin mir sicher, wir werden noch sehr viel Gelegenheit haben, über die Fortschritte dann auch hier gemeinsam zu sprechen. Wir haben gestern auch in unserer Vereinbarung mit dokumentiert, dass wir in einem Jahr eine Evaluation machen wollen. Also das ist schon gleich mit installiert und ich freue mich sehr, dass wir das Thema Frauen in Führungspositionen
nicht nur auf der Bundesebene debattieren, im Zusammenhang brauchen wir eine Quote oder keine Quote, sondern es war mein Anliegen, dass wir es auch ganz konkret in Berlin angehen. Wie sieht es eigentlich in Berliner Unternehmen aus mit Frauen in Führungspositionen und Chancengleichheit bei der beruflichen Weiterentwicklung? Deswegen war mir so eine konkrete Initiative in Berlin sehr wichtig. Ich freue mich, dass die IHK diese Idee sofort mitgetragen hat und wir gestern an Start hingelegt haben. Und jetzt geht es darum, viele Unternehmen zu gewinnen, die mitmachen. Frau Abgeordnete, helfen Sie uns einfach dabei. Vielen Dank. So, dann als nächstes Frau Kollegin Bangert von den Grünen. Ja, Frau Senatorin Kollath, ist ja schön, dass Sie jetzt bei der freien Wirtschaft die Frauen in Führungspositionen befördern. Meine Frage geht an den Senat, weil heute stand es im Tagesspiegel groß drin. Ihnen kommt die geschlechterparitätische Besetzung der Aufsichtsräte in den Unternehmen mit Landesbeteiligung durcheinander. Also die Quote hat sich drastisch gesenkt, weil es der rot-schwarze Senat nicht vermocht hat, mehr Frauen in Senatorinnenposten bzw. Staatssekretärinnenpositionen zu bringen. Und wie werden Sie denn diesen Umstand und was gedenken Sie diesbezüglich zu tun, dass Sie einfach Landesgleichstellungsgesetz, geschlechterparitätische Besetzung der Aufsichtsräte in diesem Punkt einhalten? Frau Senatorin. Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete, wir haben in der letzten Legislaturperiode tatsächlich einen Riesenerfolg gehabt bei der Besetzung der Aufsichtsräte, 42%. Und der Senat wird sehr darauf achten, dass wir hier keinen Rückschritt haben werden. Das ist ein großes Thema im Senat, wenn es um Benennungen geht. Und einige Benennungen sind an Funktionen gebunden. Diese Funktionen sind an Geschlechter gebunden. Aber wir haben uns im Senat zum Ziel gesetzt, dass wir dann, wenn die Parität droht zu kippen, über die Benennung von weiteren Funktionen den Ausgleich dann herstellen, was nicht geht in dem System, dass wir mit Schlag sozusagen die Parität herstellen, sondern wir können immer mit Nachbenennungen die Parität wiederherstellen. Das haben wir im Blick, gibt uns die LGG vor und auch politisch wollen wir die Parität in diesem Bereich auf jeden Fall voranbringen. Da können Sie sich sicher sein, dass es ein wichtiges Thema ist für den gesamten Senat. Vielen Dank. So, wir kommen dann zur nächsten, laufenden Nummer 4 des Kollegen Hakan Tasch von der Linken. Wovereits Bekenntnis seiner humanitären Asylpolitik und Flughafenknast am BER. Wie geht das zusammen? Herr Kollege, bitteschön. Ich frage den Senat, wie steht der regierende Bürgermeister zu dem Beschluss des Brandenburger Landtags vom 23. Februar 2012, welche die Landesregierung auffordert, sich für einen Verzicht auf den Bau eines Flüchtlingsgewahrsams am Flughafen BER und für eine Abschaffung des Flughafenasylverfahrens einzusetzen? Und wird der Berliner Senat ebenfalls in dieser Hinsicht aktiv werden? Zweitens, steht der regierende Bürgermeister nach wie vor zu seiner Unterschrift unter die gemeinsame Erklärung der Bürgermeister und Stadträte europäischer Städte zur gemeinsamen Asylpolitik in der Europäischen Union? Und wenn ja, wie ist die darin genannte Forderung, die Asyl- und Einwanderungspolitik müsse einen Beitrag leisten, soziale Ausgrenzung zu bekämpfen und Integration zu fördern, mit dem Flughafenasylverfahren vereinbar? Vielen Dank. Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Beschluss des Brandenburgischen Landtages wird von mir durchaus positiv betrachtet, weil er zweierlei berücksichtigt. Einerseits die bestehende Gesetzeslage und andererseits eine politische Debatte, die zu einer Veränderung des § 18a des Asylverfahrensgesetzes beitragen soll. Und das ist wohl unterschieden, weil neben der generellen Aufforderung an die Landesregierung, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, ist in Punkt 3 des Beschlusses die Realität mit abgebildet, nämlich hier lautet da bei der Einrichtung und dem Betrieb der Unterkunft alle Möglichkeiten zu nutzen, die die Unterbringungssituation für die dort Untergebrachten so gut wie möglich gestalten. Das heißt, dass der Brandenburgische Landtag davon ausgeht, dass aufgrund der bestehenden Gesetzeslage diese Unterkunft dort errichtet wird.
Der Berliner Senat ist in keiner Phase des Verfahrens daran beteiligt. Es ist hier eine bundesgesetzliche Regelung und auf Anforderung ist sowohl die Flughafengesellschaft verpflichtet, diese Unterkunftsmöglichkeiten zu ermöglichen, und das zuständige Land Brandenburg muss die Kosten dafür übernehmen. Insofern ist hier die Position Berlins überhaupt nicht maßgeblich. Und bei anderen Flughäfen ist die Situation ähnlich. Und Herr Lux, am Flughafen Schönefeld gibt es zurzeit schon eine Einrichtung diesbezüglich. In Tegel hat sie die nie gegeben, aber in Schönefeld war sie dort. Es gibt sie nicht an allen Flughäfen, aber an mehreren Flughäfen in Deutschland. Und wie gesagt, der Flughafenbetreiber ist nicht in der Lage, sich zu verweigern und zu sagen, diese Einrichtung wollen wir nicht haben. Insofern glaube ich, dass es gut ist, dass wir die Fragen eines humanen Asylverfahrens weiter miteinander diskutieren, dass auch Initiativen ergriffen werden, auf der Bundesebene andere gesetzliche Regelungen zu schaffen. Aber bis das sich umgesetzt hat, muss selbstverständlich aufgrund der jetzigen Gesetzeslage gehandelt werden. Und so wird sich der Senat natürlich auch verhalten. Wie gesagt, er hat keine direkte Kompetenz. Falls eine Debatte im Bundesrat dazu durchgeführt wird aufgrund der Initiative von Brandenburg oder anderen Ländern, werden wir natürlich im Rahmen der Koalitionsvereinbarung unser Abstimmungsverhalten dann festlegen. Zu Ihrer Frage 2, die in der gemeinsamen Erklärung der Bürgermeister und Stadträte europäischer Städte enthaltenen Erwägungen für eine starke Rolle der Städte in einer gemeinsamen Asylpolitik der Europäischen Union aus dem Jahr 2003 sind nach wie vor aktuell. Und auch ich fühle mich nach wie vor den dort enthaltenen Prinzipien verpflichtet. Das Flughafenasylverfahren wird in dieser Erklärung nicht thematisiert, aber selbstverständlich können Sie aus dem Geist dieser Erklärung heraus auch dieses Thema dort mit subsumieren, und dann müssen die richtigen Schlüsse getroffen werden. Vielen Dank. Dann Kollege Tarsch für eine Nachfrage. Ja, sehr geehrter Herr Wovereit, können Sie sich dann vorstellen, eine Bundesratsinitiative diesbezüglich tatsächlich auch von Berlin aus zu unterstützen? Herr Präsident, ich kann mir das vorstellen. Ich habe aber darauf verwiesen, wir sind nicht in einer Alleinregierung, sondern haben einen Koalitionspartner, der hat in diesen Fragen durchaus nicht unwesentlich abweichende Meinungen zu denen der Sozialdemokratie. Wir haben versucht, diese Themen in der Koalitionsvereinbarung zu regeln. Dieser Punkt ist nicht dort aufgenommen, und insofern, glaube ich, wird es dann ein Thema werden, wenn der Bundesrat sich mit diesem Thema beschäftigt. Vielen Dank. Dann für eine Nachfrage Frau Kollegin Bayram. Ich möchte wissen, ob es zutrifft, dass es um diesen Kinderknast am Flughafen einen 3 Meter hohen Zaun geben soll um das Gebäude herum, wie weit auch der Bau des Gebäudes fortgeschritten ist. Und dann würde ich gerne noch wissen, welche Rechtsgrundlage Sie denn verpflichtet, als Flughafenbetreiber dagegen sich nicht zu äußern, beziehungsweise warum Sie denn noch nicht mal den Versuch unternehmen, diese fragwürdige Unterbringung von Asylbewerbern zu verhindern. Bitte schön, Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir unterschiedliche politische Positionen zur bestehenden Rechtslage nicht dazu missbrauchen, um jetzt das bestehende Gesetz auszuhebeln. Ich glaube, das wäre mit unserem Rechtsstaat auch nicht vereinbar. Und dementsprechend gibt es keinen Handlungsspielraum für die Flughafengesellschaft. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Gesellschafter dieser Flughafengesellschaft nicht nur die Länder Berlin und Brandenburg sind, sondern auch der Bund. Da können Sie sich auch vorstellen, dass selbst wenn man es wollte, dort die Mehrheiten entsprechend nicht zu finden sein würden. Ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Wir haben diese Einrichtung in Schönefeld-Alt, und auf Anforderung wird die Einrichtung in Schönefeld-Neu dort eingerichtet. Und dies müssen wir machen. Und ich begrüße es außerordentlich, wenn wir insgesamt
die Frage, alle Fragen, die mit dem Asylverfahren zusammenhängen, intensiv miteinander diskutieren. Und da sind sicherlich viele Fragen unterschiedlich zu betrachten. Und ich glaube auch, dass wir gemeinsam nach humanen Antworten suchen müssen. Und Sie sehen ja auch durch die eindeutige Positionierung der katholischen Kirche hier in Berlin beispielsweise oder eben, dass auch Frau Roth als Oberbürgermeisterin von Frankfurt unsere Bürgermeistererklärung mit unterschrieben hat. Es geht auch quer durch die Parteien durch. Es ist jetzt nicht eine Frage von nur einer gesellschaftlichen Gruppe, die dieses Verfahren ändern will. Ich glaube, da haben wir einen erheblichen Diskussions- und Regelungsbedarf. Und das muss man im Gesamtkontext sehen. Vielen Dank. Dann kommen wir zur laufenden Nummer 5 vom Kollegen Heiko Herberg von den Piraten, Sondermaßnahmen für Schlecker. Bitte schön, Herr Kollege. Danke, Herr Präsident. Ich frage den Senat, plant der Senat Sondermaßnahmen für die Beschäftigten der Drogeriekette Schlecker? Es antwortet Frau Senatorin von Obernitz. Bitte schön. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Herberg, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zunächst möchte ich Sie informieren, dass Frau Kohlert und ich uns darauf verständigt haben, in dem Moment, wenn Unternehmen in Schieflagen geraten in Berlin und es definitiv auch konkrete Sorgen um verloren gegangene Arbeitsplätze oder sozusagen Arbeitsplätze geht, die in Gefahr geraten, dass wir uns in diesen Momenten zusammensetzen und versuchen, gemeinsam und abgestimmt, auch natürlich Hand in Hand mit der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg zu agieren. Aber jetzt zum konkreten Fall Schlecker. Im Fall Schlecker findet gegenwärtig sozusagen in der Verantwortung des vorläufigen Insolvenzverwalters zunächst mal eine bundesweite Prüfung der Standorte fest, der Sortimente und der Kundenfrequenz, um ein Bild darüber zu bekommen, wie man möglicherweise dann nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens, was wir für Ende März erwarten, Entscheidungen über mögliche Schließungen von Filialen treffen zu können. Vor diesem Hintergrund kann ich Ihnen zum heutigen Zeitpunkt definitiv keine konkrete Aussage machen, was für Arbeitsplatzverluste, wenn und wie viele Arbeitsplatzverluste wir in einzelnen Berliner Schlecker-Filialen hier zu befürchten haben. Abgesehen davon gilt, wenn das Insolvenzverfahren mit dem Ziel des Erhalts des Unternehmens eingeleitet wird, greifen stets andere Instrumente, als wenn es zu einer Schließung des gesamten Unternehmens kommen sollte. Hinzu kommt, dass isolierte Aktivitäten des Landes Berlin bei einem Unternehmen, was bundesweit angesiedelt ist, mindestens zum jetzigen Zeitpunkt wenig Sinn oder gar keinen Sinn machen. Denn im Kern ist der Hauptsitz von Schlecker, wie Sie wissen, ja Baden-Württemberg. Und nach bestehender Praxis ist zunächst mal das jeweilige Bundesland, in dem ein Unternehmen seinen Sitz hat, hier die vorrangige Anlaufstelle für konzertierte Aktionen der Länder, denen sich dann Berlin selbstverständlich wohlwollend und engagiert prüfend anschließen sollte. Dies gilt sowohl für Fragen der arbeitsplatzsichernden Initiativen der Bundesagentur für Arbeit, also wenn es darum geht, möglicherweise Transfergesellschaften zu gründen, als auch für die, das ist allerdings im Handelssektor eher schwierig und ordnungspolitisch durchaus kritisch zu sehen, Flankierung eines Fortführungskonzeptes mittels Bürgschaften. Also es gilt, wir müssen im Moment leider abwarten, vor allen Dingen zunächst mal abwarten, welche Entscheidungen von dem Unternehmen selbst getroffen werden. Und vor diesem Hintergrund werden wir aber im Senat konzertiert dann versuchen zu unterstützen, sofern wir es können. Vielen Dank, Kollege Herberg. Haben Sie eine Nachfrage? Bitte schön, bekommen Sie das Wort. Ja, Sie haben das Thema Bund und die Verschiebung zwischen dem Land und Bund schon angesprochen und das Thema Bürgschaften ebenfalls. Und da habe ich eine Nachfrage. Und zwar beteiligt sich der Senat derzeit schon an Gesprächen mit anderen Ländern zur Risikoaufteilung von Bürgschaften für Schlecker? Bitte schön, Frau Senatorin. Das Land Berlin ist von Baden-Württemberg, was hier federführend ist, zu diesem Thema noch gar nicht angesprochen worden. Dann haben wir noch eine Nachfrage der Kollegin Matuschek. Ja, Frau Senatorin, das ist in den Abläufen sicherlich so, wie Sie es dargestellt haben. Dennoch wundert mich ein bisschen die fehlende proaktive Haltung Berlins. Ich frage Sie deswegen nochmal, gibt es Ihrerseits Gespräche, Kontakte, Informationsaustausch mit den Eigentümern von Schlecker oder dem Insolvenzverwalter, um eben nicht
abwarten zu müssen und dann das Ergebnis zur Kenntnis zu nehmen, sondern vielleicht schon im Vorfeld auch zu signalisieren, dass Berlin erhebliches Interesse daran hat, möglichst viele Arbeitsplätze auch von Schlecker hier in Berlin zu wahren. Frau Senatorin. Also es ist definitiv so, dass ich Berlin Partner gebeten habe, mit der Regionaldirektion in Baden-Württemberg natürlich in Kontakt zu sein, um möglichst in dem Moment, wo sich etwas konkretisiert, dann auch seitens Berlin handeln zu können. Aber ich wiederhole nochmal zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Frage, was passiert mit diesem Unternehmen insgesamt und diese Entscheidung oder in wessen Hand diese Entscheidung liegt, habe ich gerade dargelegt, ist es definitiv gar nicht möglich, konkret etwas zu antizipieren, weil, wie gesagt, die Geschäftsgrundlage für ein solches proaktives Handeln zum jetzigen Zeitpunkt formal fehlt. Vielen Dank. Dann kommen wir zur laufenden Nummer 6 des Kollegen Sven Heinemann von der SPD-Fraktion, Verlagerung weiterer Fernverkehrszüge von der Stadtbahn. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich frage den Senat erstens, sind dem Senat Pläne bekannt, dass die Deutsche Bahn bezüglich der Verlagerung weiterer Fernzüge von der Stadtbahn in den Nord-Süd-Tunnel diskutiert und inwieweit ist der Senat in die Planungen involviert? Und zweitens, wie bewertet der Senat die Pläne der Deutschen Bahn zur eben genannten Verlagerung, vor allem im Hinblick auf die zunehmend hohe Konzentration des Verkehrs im Nord-Süd-Tunnel? Und welche Auswirkungen hat dies seiner Ansicht nach für den Ostbahnhof bzw. für die Pläne des Senats für den Bahnhof Zoo? Vielen Dank. Es antwortet Herr Staatssekretär Gebler. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Abgeordneter Heinemann, Ihre mündliche Anfrage beantworte ich wie folgt. Dem Senat sind seit kurzem sogenannte Trassenkonflikte, das heißt Konkurrenzen verschiedener Linien bei der Nutzung eines Fahrweges auf der Stadtbahn zwischen der ICE-Linie 10 Köln-Berlin und dem Regionalverkehr bei den laufenden Vorplanungen des Jahresfahrplans 2013 bekannt. Hiervon betroffen sind die geplanten Taktverdichtungen auf der Relation Potsdam-Berlin in der Hauptverkehrszeit sowie die Regionalverkehrsanbindung über die Stadtbahn an den Flughafen BER. Die erwogene Verlegung der ICE-Linie 10 in den Nord-Süd-Tunnel ist eine von mehreren Varianten, die auf Arbeitsebene zwischen der Deutschen Bahn und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg geprüft werden. Eine Entscheidung hierzu wurde noch nicht gefällt. Das Land Berlin wird über die Entwürfe der DB Fernverkehr zum Fahrplan 2013 auf einer Konferenz der DB mit den Ländern im Juni 2012 informiert. Auf der Konferenz werden die Länder auch über die Haltekonzeption der DB Fernverkehr für den nächsten Fahrplan in Kenntnis gesetzt. Die Länder haben die Möglichkeit einer Stellungnahme, die dann von DB Fernverkehr beantwortet wird. Die letzte Entscheidung im Fernverkehr trifft die DB AG in unternehmerischer Verantwortung. Zu Frage 2, inwieweit die Trassenkonflikte ein Hindernis für eine Beibehaltung der Führung der ICE-Linie 10 über die Stadtbahn, den Halt am Ostbahnhof und einen möglichen Halt am Bahnhof Zoologischer Garten darstellen, ist derzeit noch nicht geklärt. Der Senat wird hierzu mit allen Beteiligten Gespräche führen, auch bezüglich der Auslastung des Nord-Süd-Tunnels. Grundsätzlich wird sich der Senat weiterhin für die Umsetzung der Eisenbahnkonzeption für Berlin nach dem sogenannten Pilzkonzept einsetzen. Danach war ein dezentrales Haltekonzept mit einer Führung des Ost-West-Verkehrs über die Stadtbahn und die Beibehaltung der Funktion der Bahnhöfe Zoologischer Garten und Ostbahnhof als Fernverkehrshalte vorgesehen. Diese Konzeption hatte der Berliner Senat mit dem Bundesverkehrsministerium und der Deutschen Bahn gemeinsam entwickelt. Der Vorstand der Deutschen Bahn AG ist im Jahr 2006 mit seiner Entscheidung gegen den Bahnhof Zoo davon abgewichen. Der Senat hat sich seitdem immer wieder für einen Fernverkehrshalt im Bahnhof Zoologischer Garten eingesetzt und dies gegenüber der Deutschen Bahn AG und dem Bund deutlich artikuliert. Dass nunmehr auch der Ostbahnhof als wichtiger Fernbahnhalt für die zentralen und östlichen Stadtteile in Frage gestellt wird, ist überhaupt nicht akzeptabel. Die Größe Berlins und die polyzentrische Stadtstruktur erfordern auch einen Fernbahnhof, der von den östlichen Teilen der Stadt gut erreichbar ist. Erinnert sei auch daran, dass der Bahnhof Lichtenberg, in dessen Einzugsbereich viele hunderttausend Berlinerinnen und Berliner wohnen, seine Funktion als Fernbahnhof bereits 2006 einbüßen musste. Der Ostbahnhof ist nicht nur der einzige Fernbahnhof im Ostteil der Stadt, er ist auch von Kreuzberg und Teilen von Neukölln aus schnell zu erreichen. Der Senat wird auch dies in den weiteren Abstimmungen und Gesprächen mit der Deutschen Bahn AG deutlich machen.
Vielen Dank. Haben Sie eine Nachfrage, Herr Kollege? Nicht, dann aber der Kollege Buchholz. Herr Staatssekretär, Herr Kollege Gebler, Sie haben es ja eben sehr drastisch geschildert, dass die Deutsche Bahn also zunächst den Zoo, dann den Ostbahnhof anhängt. Wir können uns also, Frage ist, warten wir jetzt ab, was wir da irgendwie die Bahn uns demnächst noch alles abklemmen wird? Oder kann der Senat sich weitere, sagen wir auch vielleicht Sanktionen vorstellen, wenn man verhandelt mit dem Senat, mit der Deutschen Bahn, wie man das auch wieder durchsetzen kann, damit nicht weite Teile von Berlin hier immer mehr vom Fernverkehr abgeschnitten werden? Bitte schön, Herr Staatssekretär. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Buchholz, das ist so eine Sache mit Sanktionen, weil Sanktionen gegen die Deutsche Bahn AG in der Regel auch die Fahrgäste treffen. Insofern will das immer eine wohl abgewogene Frage sein. Wir haben hier es zu tun mit einem Grundsatzproblem der Bahnreform und des Eisenbahnneuordnungsgesetzes, nachdem der Fernverkehr wirtschaftlich, eigenwirtschaftlich sein soll, aber eben auch vollständig im Ermessen der Deutschen Bahn steht und dort sozusagen keine politische Einflussnahme vorgesehen ist. Insofern wäre entsprechend eine gesetzgeberische Initiative auf Bundesebene notwendig, um hier tatsächlich eine Eingriffsmöglichkeit zu schaffen. Das Land Berlin hat im Rahmen auch der Diskussion über S-Bahn-Krise und Ähnliches Initiativen gestartet im Bundesrat, um mehr Einfluss auf die Bahnpolitik nehmen zu können. Das betrifft auch die Frage Netzinfrastrukturnutzung zur Verfügungstellung. Man müsste sehen, ob man in diesem Rahmen dann auch tatsächlich solche Dinge noch mal konkret mit anspricht. Im Moment sind diese Initiativen allerdings zurückgestellt, weil der Bund selber eben an einem Reformkonzept arbeitet und solange der Bundestag sich damit nicht befassen wird. Vielen Dank. Dann der Kollege Gelbhaar. Ja, danke, Herr Gebler. Ich habe eine Frage, und zwar vor einigen Monaten geisterte durch die Zeitung die, ich sag mal, Meldung, dass am Fernbahnhof Zoo demnächst wieder ICEs halten sollen und dass der Senat da auf die Bahn zugegangen wäre und da bald Erfolgsmeldungen konkretisiert werden könnten. Da wollte ich jetzt mal gerade in Anbetracht dieser jetzigen Aussage noch mal nachfragen, wie denn da der Stand ist. Bitte schön, Herr Staatssekretär. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Gelbhaar, wie ich bereits geschildert habe, befinden wir uns gerade noch in einem Diskussionsprozess um den Fernverkehrsfahrplan 2013, wohlgemerkt 2013. Und es gibt da sehr unterschiedliche Zwischenstände und Zwischenmeldungen, die dann vielleicht auch manchmal zu Zeitungsmeldungen führen, die noch keinen abschließenden Stand darstellen. Insofern kann man in beide Richtungen sagen, es ist noch im Fluss, es steht noch nicht fest, ob es mehr oder weniger Halte auf der Stadtbahn und mehr oder weniger Züge dort geben wird. Es gibt objektiv ein Problem mit der Zugbelegung und auch der Frage, inwiefern kann ich eine Taktung des Regionalverkehrs mit den Ansprüchen des Fernverkehrs verbinden. Das muss abgewogen werden. Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten tun. Und ich hoffe und wünsche, dass wir dann auch sowohl die Halte am Ostbahnhof als auch zusätzliche Halte am Bahnhof Zoologischer Garten realisieren können. Aber wie gesagt, es wäre zu früh und auch vermessen, jetzt dazu Versprechungen zu machen. Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Anfrage Nummer 7 des Kollegen Tim Christopher Zehlen von der CDU-Fraktion, Ausschöpfung der Mittel aus dem BEDA-Sanierungsprogramm. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, ich frage den Senat, inwieweit werden die Mittel für das BEDA-Sanierungsprogramm vollständig verausgabt? Und welche Bäder werden noch saniert bzw. wann fertiggestellt? Und zweitens, wie schätzt der Senat den weiteren Sanierungsbedarf der Bäder ein? Vielen Dank. Es antwortet Herr Senator Henkel. Bitte schön. Abgeordneter Zehlen, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Das Bäder-Sanierungsprogramm umfasst Instandsetzung und Sanierungsmaßnahmen an 45 Standorten. Davon wurden bis zum Jahresende 2011 der größte Teil der Maßnahmen abgeschlossen. Es verbleiben im Wesentlichen die bevorstehenden Großprojekte Kombibad Gropiusstadt, geplante Fertigstellung hier das vierte Quartal 2012, das Kombibad Spandau Süd, geplante Fertigstellung zweite Quartal 2013 und die Schwimmhalle Finkensteinallee, geplante Fertigstellung zweite Quartal ebenfalls 2013. Zum Jahresende 2011 wurden mithin 67,1% der Mittel des BEDA-Sanierungsprogramms, das heißt rund 34 Millionen Euro von 50 Millionen Euro, so viel ist das Gesamtvolumen, verwendet. Hinzu kommen Mittel aus den ergänzenden Förderprogrammen Umweltentlastungsprogramm UEP 2, dem Investitionspakt 2008 und dem Konjunkturpaket 2 von rund 21,5 Millionen Euro, von denen bisher rund 11,8 Millionen Euro ausgezahlt wurden.
Die noch nicht ausgezahlten Mittel sind vollständig durch die noch laufenden Projekte gebunden. Einen ausführlichen Bericht zum Status des Bädersanierungsprogramms wird dem Abgeordnetenhaus ja als Jahresbericht 2011 in Kürze zugeleitet. Ich glaube, das war auch schon die Zusage gegenüber dem Sportausschuss. Die Frage 2. Wie schätzt der Senat den weiteren Sanierungsbedarf der Bäder ein? Nach Beendigung des Bädersanierungsprogramms wird der Instandsetzungsstau nicht vollständig abgebaut sein. Die verbleibenden Vorhaben nach Abschluss können innerhalb dieses Programms jedenfalls dann nicht mehr finanziert werden. Sie müssen nach vorheriger aktueller Bewertung und Priorisierung im Rahmen der Wirtschaftspläne der BBB nach und nach umgesetzt werden. Nach Beendigung des Bädersanierungsprogramms verbleibt nach den Berechnungen der Bäderbetriebe selbst ein Instandsetzungsstau in Höhe von etwa 85 Millionen Euro. Vielen Dank, Kollege Zehn. Haben Sie eine Nachfrage? Keine. Andere Nachfragen gibt es auch nicht. Dann rufe ich auf die laufende Nummer 8 des Kollegen Martin Beck von den Grünen. Keine Zwangsumzüge mehr. Fragezeichen. Bitte schön, Herr Kollege Beck. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich frage den Senat. Was unternimmt der Senat, damit bis zur Neugeregelung der AV Wohnen keine Mahnbriefe mehr an Arbeitslosengeld-II-Empfängerinnen versandt werden, falls ihre Wohnmieten die vorgegebenen Mietobergrenzen überschritten haben? Und zweitens, wie bewertet der Senat ein sofortiges Moratorium für Zwangsumzüge und Zwangsräumungen? Und was wird er tun, damit es zu keinen weiteren verpflichtenden Wohnungswechseln von Arbeitslosengeld-II-beziehenden Familien mehr kommt? Vielen Dank. Das antwortet Herr Senator Czajer. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Abgeordneter Beck, im Namen des Senats beantworte ich Ihre mündliche Anfrage wie folgt. Zur ersten und zur zweiten Frage würde ich das gern zusammen machen. Unabhängig von der Neuregelung der Ausführungsvorschrift Wohnen bzw. der Rechtsverordnung, die wir dazu erlassen wollen, ist das Land Berlin als kommunaler Träger bundesgesetzlich gemäß § 22 Absatz 1 SGB II verpflichtet, nur angemessene Mieten im Rahmen des Arbeitslosengeldes II zu übernehmen. Unangemessene Mieten dürfen danach nur maximal 6 Monate akzeptiert werden. Dies ist der Zeitraum, den der Bundesgesetzgeber den Betroffenen einräumt, ihre Mietbelastung zu senken. Wir werden diese bundesgesetzliche Regelung einhalten und sie wird ja auch überprüft, weil der Bund bekanntermaßen an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu rund ein Drittel beteiligt ist. Die Senkung der Mietbelastung kann von den Betroffenen auf unterschiedliche Art und Weise realisiert werden, zum Beispiel durch Untervermietung oder Verhandlung mit den Vermietern, um gegebenenfalls auch befristete Mietnachlässe, Zuzahlungen aus nicht anrechenbaren Einkommen oder aber eben in letzter Konsequenz, und das wissen Sie, ist äußerst selten der Fall, eben dies auch durch Umzug zu erreichen. Die Jobcenter haben weder die Intention noch die Instrumente, Umzüge oder gar Räumungen zwangsweise herbeizuführen, wie das Ihre Frage intendiert. Und deswegen ist auch ein Moratorium nicht erforderlich. Vielen Dank, Kollege Beck. Sie haben eine Nachfrage. Bitte schön. Ich habe der Antwort jetzt entnommen, dass Sie eigentlich nichts in die Richtung tun, wie in die meine Frage intendiert war. Herr Senator, teilen Sie mir mit mir dann die Auffassung, dass die Klageflut am Berliner Sozialgericht sowohl für Klagende als auch für das Personal unerträglich ist? Und was tut denn der Senat aktuell zur Verbesserung der Rechtssicherheit der AlG-II-Bescheide, um die Anzahl der Klagen vor dem Berliner Sozialgericht wegen der Kosten zur Unterkunft zu verringern? Und was tun Sie auch fürs Personal, damit dort wirklich qualifiziertes Personal tätig ist? Die werden schlecht geschult, das wissen wir seit langer Zeit. Haben Sie da Aktivitäten unternommen, um das Personal besser zu schulen oder gegebenenfalls auch qualifiziertes Personal von außen noch zur Verfügung zu stellen? Bitte schön, Herr Senator. Sie haben, glaube ich, 6 oder 7 Nachfragen gestellt, aber ich will gerne versuchen, darauf einzugehen, Herr Abgeordneter Beck. Zunächst sagen Sie, dass die meiste Anzahl der Klagen vor dem Sozialgericht gegen Hartz-IV-Bezüge was mit den Kosten der Unterkunft zu tun hat. Das stimmt nicht, wie Sie wissen. Das können Sie nachlesen, denn 20% aller Klagen zum Thema Hartz IV haben etwas mit den Kosten der Unterkunft zu tun, obwohl
über 50% der Leistungen, die ein Hartz-IV-Empfänger in Summe bekommt, also Hartz-IV plus die Kosten der Unterkunft, den Gesamtbezug darstellt, also obwohl es ein überproportional hoher Anteil ist, ist der Klageanteil zum Thema Kosten der Unterkunft unterproportional. Zweitens, Sie sagen, es hat damit etwas zu tun, und das intendiert ja Ihre Frage auch, dass das wegen der nicht vorhandenen Rechtsverordnung bzw. Ausführungsvorschrift der Fall ist. Auch das ist nicht der Fall. Der Klageanteil zu den Kosten der Unterkunft war vor dem Bundessozialgerichtsurteil genauso hoch, wie es derzeitig der Fall ist. Und das Dritte, die Schulung der Mitarbeiter, obliegt nicht der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, sondern es hat etwas mit den Mitarbeitern in den Jobcentern zu tun. Da gab es gute Modellprojekte, beispielsweise in Mitte. Ich weiß, dass sich die Kollegin Kohlert mit dieser Frage beschäftigt, denn das Hauptproblem bei der Klageflut vor den Sozialgerichten ist, dass die Bescheide nicht vernünftig erklärt werden können. Sonst würden ja nicht 80% der Fälle außergerichtlich gelöst werden können, erst wenn es zu einem Gerichtstermin kommt. Und es hat damit was zu tun, dass die Jobcenter keine Gebühren bezahlen müssen beim Sozialgericht. Auch darüber muss man sich Gedanken machen. Aber das wird der Justizsenator mit der Arbeitssenatorin tun. Ich weiß, dass Sie das machen und dass Sie darüber sprechen, aber es hat nichts mit den Kosten der Unterkunft oder der fehlenden Rechtsverordnung zu tun, an der wir im Übrigen intensiv arbeiten. Und die Zeitschiene dazu kennen Sie auch, Herr Kollege Beck. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Nachfrage der Kollegin Schmidberger von den Grünen. Ja, sehr geehrter Herr Senator Chaya, ich würde gerne mal wissen, Sie wissen ja auch, dass es um die 100.000 Haushalte hier in Berlin gibt, die bereits zu hohe Wohnkosten haben, also ALG-II-Empfänger. Und ich würde gerne mal von Ihnen wissen, wo sollen die denn eigentlich hinziehen? Denn laut auch der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften gibt es für diese Menschen ja gerade keinen Platz. Und Ihre Antwort war gerade zu entnehmen, dass Sie auch nicht bereit sind, die Ängste und Sorgen der Leute da wahrzunehmen und sozusagen ein Moratorium für Zwangsumzüge auszusprechen. Und deswegen müssten Sie sich ja eigentlich Gedanken darüber gemacht haben, wo diese Menschen dann hin sollen. Bitte schön, Herr Senator. Frau Kollegin, natürlich machen wir uns Sorgen und deswegen bearbeiten wir auch die Rechtsverordnung. Aber dass Sie von Hunderttausenden von Umzügen sprechen, ist nicht richtig. Wir haben 330.000 Bedarfsgemeinschaften in Berlin. Das Controlling in den Jobcentern hat festgestellt, dass ungefähr 60.000 eine zu hohe Miete haben, höher als die Ausführungsvorschriften Wohnen zulässt. Von den 60.000, wo man das festgestellt hat, sind fast 40.000 Fälle, hat man die höhere Miete akzeptiert, weil die Einzelvorgaben so sind, dass man sagt, es ist einerseits ein anerkannter Härtefall, ein anerkannter Ausschlusstatbestand, ein Verzicht, Umzug muss vorgenommen werden, weil Unwirtschaftlichkeit gegeben ist und so weiter. 38.000 Fälle findet gar keine Kostenfestsetzung statt. Und bei dem Rest findet Kostenfestsetzung statt und da werden zusätzliche Einkommen herangezogen, da ist Untervermietung möglich, da wird darüber gesprochen, ob weitere Personen in die Bedarfsgemeinschaft kommen und so weiter. Und von den 60.000, wo man zu hohe Miete hat, sind 1.300 Umzüge im letzten Jahr gewesen. Mal unabhängig davon, dass das nicht unsere Amtszeit ist, aber davon mal abgesehen, von 60.000, bei denen die Miete zu hoch sind, gab es 1.300 Umzüge und das sind von 330.000 Bedarfsgemeinschaften. Also davon zu sprechen, dass wir in Berlin Massenumzüge haben, dass die Mehrheit der Menschen ihre Wohnung verlassen muss, weil es keine Rechtsverordnung gibt, das ist Verunsicherung derer, die Kosten der Unterkunft erstattet bekommen. Und dessen müssen Sie sich bewusst sein, wenn Sie solche Sätze hier im Parlament gebrauchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fragestunde ist damit beendet. Die heute nicht beantworteten Anfragen werden gemäß § 51 Absatz 5 unserer Geschäftsordnung mit einer Beantwortungsfrist von einer Woche schriftlich beantwortet. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, die spontane Fragestunde. Zuerst erfolgen die Wortmeldungen nach Stärke der Fraktion mit je einer Fragestellung. Es beginnt die SPD-Fraktion. Der Kollege Kohlmeier hat das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Innensenator, und zwar, wie der Stand der Ausschreibung des Polizeipräsidenten / der Polizeipräsidentin ist. Bitte schön, Herr Senator Henkel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kollege Kohlmeier, ich habe gestern die Ausschreibungsformalitäten unterschrieben. Das heißt, die Ausschreibung geht jetzt in die entsprechenden Verfahren. Es wird dann
wie Sie wissen, überregional ausgeschrieben, veröffentlicht im Amtsblatt, auch in einer überregionalen Zeitung. Und ich bin dann guter Dinge, dass wir das erfüllen können, was ich mir vorgenommen hatte. Ich habe ja in der Diskussion, ob im Innenausschuss oder auch hier, deutlich gesagt, dass die zeitliche Komponente eine entscheidende Komponente ist. Die andere, die für mich entscheidendere Komponente, ist die Frage der Rechtssicherheit. Das hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, aber jetzt ist die Ausschreibung auf dem Weg. Und ich hoffe, dass ich den Berlinerinnen und Berlinern baldmöglichst einen Polizeipräsidenten oder eine Polizeipräsidentin geben kann. Herr Kohlmeier, haben Sie eine Nachfrage? Bitte schön. Ja, eine Nachfrage sei gestattet, Herr Senator. Ohne dass Sie jetzt ein konkretes Datum nennen, da ich vermute, dass das Interesse bei allen Beteiligten hier sehr hoch ist, können Sie ungefähr abschätzen, wann Sie glauben, wann mit einer Besetzung zu rechnen ist, ohne dass man jetzt vielleicht ein konkretes Datum nennen muss? Bitte schön, Herr Senator. Ich habe immer deutlich gemacht, Herr Kollege Rummer, dass nach Auskunft der Experten auch meines Hauses, die das jetzt ja das ein oder andere Mal durchgemacht haben, dass wir 5 bis 6 Monate schon in Anspruch nehmen müssen, bis wir in Berlin wieder einen Polizeipräsidenten haben. Vielen Dank. Dann als nächstes von der CDU-Fraktion der Kollege Dregger. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Justizsenator, wie steht der Senat zu dem von der Bundesregierung angekündigten Warnschussarrest und wie würde dieser in Berlin umgesetzt? Bitte schön, Herr Senator. Herr Präsident. Ja. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, für die, die das Thema nicht so kennen, es gibt einen Jugendarrest, der bis maximal 4 Wochen dauert und der in Berlin die Besonderheit hat, dass wir die Jugendlichen nicht nur in einer Arrestanstalt verbringen, sondern dass wir dort in einem Berliner Modell auf diese Jugendlichen auch einwirken wollen und das auch tun, ein modularen System. Das heißt, wir versuchen zu intervenieren in den Fehlentwicklungen, die sich da ergeben hat. Das betrifft das Thema Drogen zum Beispiel, das betrifft das Thema Berufsausbildung etc. Wenn diese Jugendlichen eine schlimmere Straftat begangen haben, dann bekommen sie Jugendhaftstrafe. Und wenn die zur Bewährung ausgesetzt wird, was die nächste Stufe der Eskalation ist, dann gibt es keine Möglichkeit, eine solche Intervention zu machen. Das heißt, auch die Jugendrichter haben keine Option, bei einer Bewährungsstrafe dafür zu sorgen, dass man mit den Jugendlichen in dieser Form arbeitet. Das geht erst dann wieder, wenn die Jugendhaftstrafe vollzogen wird, sprich nicht zur Bewährung ausgesetzt wird. Und wenn nun die Bundesregierung diese Lücke schließen will, dann halte ich das für sehr sinnvoll. Ich finde allerdings den Begriff Warnschussarrest irreführend, weil eine Warnung natürlich auch mit der Bewährungsstrafe ausgesprochen wird. Das heißt, es geht nicht um die Äußerung der Gesellschaft, dass ein Verhalten missbilligt wird, sondern es geht um die Frage, ob wir den Jugendlichen nicht mit Ausbildung und anderen Fördermaßnahmen auch während einer Bewährungsstrafe helfen können. Ich habe inzidenter Ihre zweite Frage, Herr Dregger, damit ja schon beantwortet. Wir würden selbstverständlich dann in Berlin auch mit Jugendlichen, die eine Bewährungsstrafe bekommen, derartige Fördermaßnahmen innerhalb dieses ja dann sehr kurzen Arrestes, typischerweise 14 Tage, vornehmen. Vielen Dank. Keine Nachfrage. Dann kommen wir jetzt zu den Grünen. Frau Kollegin Popp, bitte schön. Ich frage Frau Arbeitssenatorin Kohlert. Werden Sie nach der Beschlussfassung der SPD-Fraktion vom Dienstag, in der sowohl Sie wie auch der regierende Bürgermeister eine herbe Schlappe erlitten haben, das Programm Berlin-Arbeit mit einer Lohnhöhe von 8,50 Euro auf den Weg bringen oder werden Sie sich über den Beschluss der SPD-Fraktion hinwegsetzen? Bitte schön, Frau Senatorin. Ja, vielen Dank für die sehr spontane Frage. Ich will, Herr Präsident, darauf hinweisen, dass diese Frage der mündlichen Anfrage Nummer 9 entspricht. Und die Frage ist, ob das jetzt zulässig ist, Herr Präsident. Die wird nämlich schriftlich beantwortet. Ja. Ich mache mal bei der laufenden Nummer 9. Da wurde nachgefragt von einem Stundenlohn von 5,50. Also die Frau muss ich schon zulassen. Ja, Herr Präsident, das ist natürlich der gleiche Sachverhalt. Dennoch beantworte ich die Frage sehr gerne. Ich habe schon...
Naja, ich wollte Ihnen gern die Frage schriftlich ausführlich beantworten, aber wenn Sie das mündlich haben wollen, auch sehr gerne. Ich habe in dem entsprechenden Fachausschuss schon auch dazu Ausführungen gemacht, wie sozusagen die Umsetzung oder Fortentwicklung des ehemaligen Konzeptes öffentlich geförderte Beschäftigung fortgeführt wird im Rahmen der Möglichkeiten des Haushaltes. Und es gab dazu jetzt auch eine Diskussion in der Tat in der SPD-Fraktion und auch einen Beschluss dazu und auch, ich sag mal, Meinungsäußerungen von der CDU-Fraktion im Fachausschuss, aber auch in der Öffentlichkeit. Die Situation zurzeit stellt sich dar, dass man sich am Ende entscheiden muss mit den 36 Millionen Euro. Ich sehe eine große Übereinstimmung in der Koalition, dass sich das Konzept dahingehend neu entwickelt wird, dass qualifiziert wird, dass viele, die in den Beschäftigungsmaßnahmen sind, so qualifiziert werden, dass sie ihre Chancen dann für die Integration auf den ersten Arbeitsmarkt erhöht werden. Das war in dem alten Konzept nicht der Fall. Da gibt es große Übereinstimmung. Es gibt auch Übereinstimmung, dass uns wichtig ist, dass wir auch auf die Fallzahlen achten. Da will ich auch in dem Zusammenhang auch die Beantwortung der Anfrage hier kurz mündlich eingehen. Der Senat hat einen Erfolg erzielen können, dass wir über die bisherigen bestehenden Bürgerarbeitsplätze hinaus 1.400 neue zusätzliche Bürgerarbeitsplätze realisieren können. Diese sind jetzt natürlich in der Vorbereitung, was die Umsetzung angeht, über die Jobcenter und über die Bezirke. Und ja, am Ende, denke ich, wird man jetzt nach diesen Positionierungen, gerade was die Auslegung des Koalitionsvertrages angeht, noch zu einer Abstimmung innerhalb der Regierungsfraktionen dann kommen. Haben Sie eine Nachfrage, Frau Popp? Schön, dass Sie die Frage so ausführlich am Kern vorbei beantwortet haben. Ich frage dann deswegen noch mal nach, werden Sie sich an den Beschluss der SPD-Fraktion von 8,50 Euro halten oder werden Sie sich dagegen entscheiden und Ihre Position und die der CDU-Fraktion in dieser Sache vertreten? Die Frage ist ganz einfach, ja oder nein? Bitte schön, Frau Senatorin. Ja, also wir haben jetzt hier unterschiedliche Positionen, was die Regierungsfraktion angeht. Ich hatte meine Position schon öffentlich kundgetan, das haben Sie sicher auch zur Kenntnis genommen. Aber es gibt jetzt eine neue Situation in der SPD-Fraktion, die sagt, 8,50 Euro ist wichtig. Ja, die anderen Komponenten allerdings auch, die ich aufgeführt habe, da sehe ich wirklich auch Übereinstimmung inhaltlicher Art. Und die CDU-Fraktion habe ich so verstanden, dass Sie sagen, Sie halten an dem Koalitionsvertrag, statt so, dass ich als Senatorin jetzt diese Situation in der innerhalb der Koalitionsfraktion jetzt nicht auch alleine lösen kann. Aber ich bin mir sicher, da wird es eine Übereinkunft geben, an der ich mich natürlich halten werde. So, als nächstes hat Frau Dr. Schmidt von der Fraktion Die Linke das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin. Ja, zunächst herzlichen Glückwunsch an die SPD, dass Sie sich nun endlich entschließen konnten, das Straßenausbaubeitragsgesetz abzuschaffen. Finde ich hervorragend. Aber ich frage den regierenden Bürgermeister, ist Ihnen die Höhe der bisher durch Anlieger gezahlten Straßenausbaubeiträge bekannt? Und wenn ja, wie hoch sind diese? Und es wurde ja auch geschrieben, dass die Kosten für die bereits gezahlten Beiträge zurückgezahlt werden. Hier interessiert mich, wer bezahlt diese Kosten, der Senat oder die Bezirke? Vielen Dank. Bitte schön, Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, bislang gezahlt oder vereinnahmt worden sind 624.000 in dem Dreh. Und die Rückzahlung erfolgt natürlich durch die Stellen, die Sie auch eingenommen haben. Das heißt, die Bezirke. Ich weiß aber, der Hintergrund Ihrer Frage ist natürlich, dass die Bezirke dann geltend machen werden, dass das ja nicht Ihr Fehler war und das Geld ja weg ist mit dem Haushalt. Wir werden da sicherlich Regelungen mit den Bezirken finden, dass das nicht zum Nachteil der Bezirke durchgeführt wird. Vielen Dank. Haben Sie eine Nachfrage, Frau Dr. Schmidt? Das ist nicht der Fall. Dann für die Piraten, Herr Kollege Spies.
Ja, schönen Dank, Herr Präsident. Ich frage Frau Senatorin Kohlert, könnten Sie uns mal vorrechnen, weshalb man statt 5.600 nur 4.200 Stellen im öffentlichen Beschäftigungssektor schaffen kann, wenn man statt 7,50 Euro 8,50 Euro zahlt? Das verstehe ich nicht ganz. Frau Senatorin. Herr Abgeordneter Spieß, ich kann verstehen, dass man einfach nicht mit dem Taschenrechner und die Zahlen, die in der Zeitung stehen, alles zusammenkriegt, weil in der Tat dahinter eine etwas kompliziertere Berechnung liegt. Gerne würde ich Ihnen das im Detail auch mal aufzeigen, um einfach mal ein Beispiel dazu zu nennen, ist, wenn man ansetzt, dass man alle Maßnahmenteilnehmerinnen und Teilnehmer an Qualifizierung beteiligen möchte, beziehungsweise an Coaching-Maßnahmen, durch Coaching-Maßnahmen unterstützen möchte oder einen Teil der Beschäftigten mit Qualifizierung unterstützen möchte und diese Summe erstmal rausrechnet von der Gesamtsumme und dann umlegt auf die gesamten Teilnehmerzahlen und dabei berücksichtigt 7,50 Euro oder 8,50 Euro, kommt es dann zu anderen Zahlen. Also das hängt von sehr vielen Eckdaten ab, die man dann festlegt für bestimmte Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich kann Ihnen das gerne anhand von Beispielen einmal auch vorrechnen. Würde ich gerne machen, wenn Sie Interesse haben. Vielen Dank. Die erste Runde nach... Ach so, Entschuldigung, Herr Spieß, haben Sie eine Nachfrage? Danke. Nein, ich würde das Angebot gern annehmen. Gut. Und vielen Dank. Das mal vorrechnen lassen. Vielen Dank. Die erste Runde nach Stärke der Fraktion ist damit beendet. Nun können wir die weiteren Meldungen im freien Zugriff berücksichtigen. Ich eröffne diese Runde mit einem Gongzeichen. Schon mit dem Ertönen des Gongs haben Sie die Möglichkeit, sich durch Ihre Ruftaste anzumelden. Alle vorher eingegangenen Meldungen werden gelöscht. Herr Kollege Schäfer von den Grünen. Meine Frage richtet sich an den regierenden Bürgermeister. Herr regierender Bürgermeister, Senator Müller hat als Chef der Atomaufsicht die Wiederinbetriebnahme des Forschungsreaktors Wannsee zugelassen, obwohl der Stresstest durch die Reaktorsicherheitskommission der Bundesregierung erst im April vorliegen soll. Er behauptet, er habe keine rechtliche Handhabe, das zu verhindern. Stimmen Sie mir zu, dass vor dem Hintergrund, dass der Forschungsreaktor zu 90% vom Bund finanziert wird, es ein leichtes für das Land Berlin wäre, den Bund zu überzeugen, dass vor Wiederinbetriebnahme der Stresstest der Reaktorsicherheitskommission, die ja auch vom Bund eingesetzt wird, abzuwarten ist, wenn der Senat nur wollte? Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, ich glaube, dass das Thema auch so wichtig ist, dass es auch aufs Detail ankommt. Ich denke, dass Sie im Ausschuss diese Debatte auch schon geführt haben. Und wenn gerade gestern, wie ich höre, und wenn die zuständige Fachverwaltung oder die Fachverwaltungen Ihnen dort Auskunft gegeben haben und die Entscheidung des Senats begründet haben, dann ist es jetzt nicht meine Aufgabe, hier eigene Positionen zu beziehen, zumal man da sehr tief in die Materie eindringen muss. Das schaffen wir jetzt hier bei der spontanen Fragestunde sicherlich nicht. Ich gehe davon aus, dass das Land Berlin hier entsprechend den Vorschriften und Gesetzen die Entscheidung getroffen hat. Eine Nachfrage, Herr Kollege Schäfer? Ja. Herr Wowereit, die entscheidende Frage ist hier, sind Sie der Meinung politisch, dass man vor Wiederinbetriebnahme den Stresstest durch die Reaktorsicherheitskommission des Bundes, der im April vorliegen soll, abwartet? Ja oder nein? Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, mir ist gerade zugeflüstert worden, dass der Stresstest abgeschlossen worden ist. Ja, so ist doch, so ist so. Ich kann Ihnen ja nur das jetzt wiedergeben bei der spontanen, wie es mir jetzt mitgeteilt wird. Es sind noch irgendwelche Fragenkataloge dort offen. Insofern bitte ich nochmals, das dann auch im Fachausschuss zu diskutieren. Vielen Dank. Als nächstes der Kollege Behrendt von den Grünen. Bitte schön.
Ich habe eine Frage an den Innensenator Frank Henkel. Wir haben mit Ihrem Vorgänger häufiger diskutiert, ob er bereit ist, rechtsextreme Demonstrationen, Manifestationen, Aufzüge vorab bekannt zu geben, um der Stadt und der Zivilgesellschaft Engagement und Demonstrationen dagegen zu ermöglichen. Nun würde ich gerne wissen, werden Sie an seiner Linie festhalten, das zu tun, oder werden Sie das geheim halten? Herr Senator Henkel. Ich werde an dieser Linie festhalten. Entsprechenden Postverkehr mit der Polizeipräsidentin gibt es bereits dazu. Bitte schön, für eine Nachfrage der Kollege Behrendt. Also wir können davon ausgehen, dass wir 24 Stunden vorher spätestens in Kenntnis gesetzt werden, wenn die braunen Horden in Berlin aufmarschieren werden. Bitte schön, Herr Senator. Das galt unter meinem Amtsvorgänger Körting nicht vorbehaltlos, aber das, was galt und das, was Sie ja auch in Ihrer Fragestellung hinterfragt haben, ob ich an der Linie festhalte, das tue ich, das gilt nach wie vor. Das ist zwischen mir und Frau Koppers auch so besprochen und dabei bleibt es. Vielen Dank. Dann als nächstes der Kollege Lauer. Bitte schön. Ja, ich frage den Verbraucherschutzsenator Herrn Heimann. Herr Heimann, nach der mit Sicherheit sehr intensiven Übergabe durch Ihren Amtsvorgänger würde ich Sie fragen, was haben Sie in den letzten 100 Tagen, also minus die Amtszeit Ihres Vorgängers, gegen diese Umtriebe mit den Schrottimmobilien hier in Berlin gemacht? Können Sie uns da mal einen Zwischenbericht geben? Was hat sich seither in Berlin getan beim Thema Schrottimmobilien? Bitte schön, Herr Senator Heimann. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Lauer, wir haben auf zwei Wegen mich uns mit dem Thema befasst, nämlich als Verbraucherschutzsenator, wenn Sie so wollen, als Justizsenator. Ich fange mit dem Verbraucherschutzsenator an. Ich habe dafür gesorgt, in Zusammenarbeit mit vielen Institutionen, die das auch alle sehr begrüßt haben, sowohl aus der Immobilienwirtschaft wie der Bankwirtschaft, wie der Notarkammer, wie der Verbraucherschutzzentrale, dass wir die Aufklärungsarbeit dazu verstärken. Es gibt dazu eine Seite im Internet, die relativ detailliert und genau erklärt, wie man eine Immobilie wirtschaftlich so prüfen kann, dass wenn man diese Prüfung nur halbwegs korrekt oder nach den Vorgaben dort durchführt, es einem sicher nicht passieren kann, dass man eine Schrottimmobilie hat. Mir ist aber bewusst und dem ganzen Senat ist bewusst, dass es Verbraucher gibt, die diese Anregung leider nicht annehmen werden und dass wir weiterhin Fälle haben werden bei den Verbrauchern, ihre Unerfahrenheit ausgenutzt wird und Schrottimmobilien angebracht werden. Deswegen plädieren wir für gesetzliche Maßnahmen. Ich habe das Thema bei der Justizministerkonferenz angemeldet. Ich habe selber dazu 5 alternative Vorschläge vorgebracht. Es sind 2 weitere eingegangen, die befinden sich in der Prüfung. Ich habe gerade gestern mit der Bundesministerin der Justiz, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, darüber konferiert, die meine Linie sehr unterstützt. Ich werde Sie meines Wissens aus dem Kopf am 29. März dazu persönlich treffen. Und ich hoffe, dass wir das alles so abgestimmt bekommen, dass wir Aussicht auf Erfolg bei der Justizministerkonferenz im Juni haben. Vielen Dank, Herr Lauer, für eine Nachfrage. Bitte schön. Ja, welche Maßnahmen trifft denn der Verbraucherschutzsenat, bis es hier zu einer von Ihnen gewünschten rechtlichen Änderung kommt, um möglichst viele Berlinerinnen und Berliner so aufzuklären, dass dieses Szenario, was Sie dort gerade beschrieben haben, dass man eben dann doch über den Tisch gezogen wird mit einer solchen Schrottimmobilie, dass man das so minimiert, dass man sagt, da haben wir jetzt alles getan. Können Sie das skizzieren, was Sie da machen werden? Bitte schön, Herr Senator. Das werden wir nur in Stufen schaffen. Die erste Stufe hatte ich eben geschildert. Die zweite kann ich Ihnen nennen, dass am 21. März die Notarkammerversammlung, denn die nur kann das entscheiden, das ist sozusagen, wenn Sie wollen, ein basisdemokratisches Element im Notarkammerwesen, die bisherige Regelung, dass man Angebot und Annahme trennen kann ohne weitere Begründung, wird aufheben. Das ist eine Mehrheitsentscheidung einer Versammlung, die nicht meiner Weisung unterliegt. Ich bin der guten Hoffnung, dass die Notarkammerversammlung so entscheiden wird. Es wird auch vom Präsidium des Notarkammers denen so vorgeschlagen. Wie lange bundesgesetzliche Änderungen dauern, hängt vom Grad des Konsenses ab, um den ich mich sehr bemühe, den ich aber noch nicht erzielt habe, weil sich einige Kollegen in den Landesjustizministerien dazu noch gar nicht geäußert haben. Es gibt auch Länder, in denen das Problem nicht so groß ist und die deswegen auch die Handlungsnotwendigkeit natürlich nicht in dem Maße sehen, wie wir hier in Berlin, die wir so betroffen sind. Und wenn die Justizministerkonferenz das macht, dann ist die Frage und meine Hoffnung, dass wir noch in dieser Bundestagslegislaturperiode das hinkriegen. Aber versprechen kann ich Ihnen das nicht, weil ich da nur ein kleines Rädchen in einem großen Räderwerk bin.
Vielen Dank. Als nächstes hat Frau Kuballa das Wort. Bitte schön. Meine Frage geht an den regierenden Bürgermeister. Angesichts, dass jedes Volksbegehren verpflichtet ist, eine Kostenschätzung des Senats mit auf die Unterschriftenliste zu drucken, frage ich Sie, wie bewerten Sie es, dass der Senat beim Volksbegehren Energietisch diese Kostenschätzung zur Rekommunalisierung der Stromnetze von einem privaten Energieunternehmen machen lässt, ohne sie selbst zu überprüfen? Bitte schön, Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, ich denke, dass, wenn es extern vergeben wird, das dazu dient, um den Sachverstand einzukaufen. Was aber nicht heißt, dass das Ergebnis dieser externen Prüfung vom Senat nicht überprüft werden sollte und muss. Und das wird sicherlich auch vorgenommen werden. Haben Sie eine Nachfrage, Frau Kollegin? Bitte schön. Nun gibt es aber aus der Wirtschaftsverwaltung ein relativ aktuelles Gutachten, allerdings aus der letzten Wahlperiode, das einen um ein Zehntel geringeren Verkaufswert der Stromnetze benennt. Ich frage Sie, warum haben Sie dieses Gutachten nicht mit einbezogen in Ihre Überlegungen, sondern das sehr stark interessengeleitete des privaten Energieunternehmens? Bitte schön, Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, da der Senat in Gänze sich damit nicht befasst hat, sondern es auf der Fachebene durchgeführt worden ist und es müsste dann danach gefragt werden. Vielen Dank. Dann haben wir als nächstes den Kollegen Tasch. Bitte schön. Meine Frage geht an den Innensenator Henkel. Trifft es zu, dass Ihnen seit Dezember 2011 eine Einladung der Härtefallkommission zu einem persönlichen Gespräch vorliegt? Und wenn ja, wann gedenken Sie, bei der Härtefallkommission vorstellig zu werden? Bitte schön, Herr Senator Henkel. Also ob es der 2.12. ist, weiß ich nicht. Richtig ist, dass es diese Einladung gibt. Richtig ist, dass es auch schon einen vereinbarten Termin bereits mal gab. Den musste ich krankheitsbedingt absagen. Wir sind dabei, einen neuen Termin zu vereinbaren. Und selbstverständlich werde ich dieser Einladung Folge leisten. Eine Nachfrage, Herr Kollege Tasch, bitte. Herr Henkel, finden Sie es, wie Ihr Vorgänger, Herr Körting, wichtig, sich persönlich mit der Härtefallkommission und dem von ihr gestellten Härtefallersuchen zu befassen? Und werden Sie der Härtefallkommission weiterhin einen hohen Stellenwert einräumen? Bitte schön, Herr Henkel. Also, dass ich mich damit befasse, ist etwas Selbstverständliches. Es vergeht ja kaum ein Tag, wo nicht eine Akte, die die Härtefallkommission betrifft, über meinen Schreibtisch geht und entschieden werden muss. Dass ich die Arbeit sehr ernst nehme, entnehmen Sie meiner ersten Antwort. Da ich diese Einladung annehmen will, bin ich auch an einem Gespräch interessiert. Sehr sogar, nachdem ich jetzt konkret mit einigen Fällen ja unmittelbar konfrontiert wurde durch Aktenstudium. Insofern freue ich mich sehr auf dieses Gespräch. Und es gibt für mich sozusagen auch die Kontinuität, wenn Sie so wollen, in der Behandlung dieser Akten meines Vorgängers. Das heißt, das, was Familien, Kinder und Jugendliche betrifft, soll so großzügig wie möglich geregelt werden. Aber es gibt natürlich auch Akten, wo wir es mit Straftätern zu tun haben, mit Menschen, die vorbestraft sind. Und hier muss man natürlich dann auch eine entsprechende Konsequenz an den Tag legen. Noch einmal, ich nehme die Arbeit sehr ernst. Ich werde das Gespräch führen. Und dann können wir auch gern noch mal im Innenausschuss über die Arbeit der Härtefallkommission, über die Ergebnisse diskutieren und reden. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist denn auch die spontane Fragestunde für heute beendet. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, die Aktuelle Stunde zum Thema 100 Tage Rot-Schwarzer Senat. Auf Antrag aller Fraktionen für die Besprechung bzw. Beratung steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 10 Minuten zur Verfügung, die auf 2 Redebeiträge aufgeteilt werden kann. Es beginnt die Fraktion der SPD. Der Fraktionsvorsitzende Herr Saleh hat das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Große Koalition setzt auf die Chancen dieser Stadt. Und wir stellen uns den Problemen. Deshalb
wächst das Vertrauen der Berlinerinnen und Berliner zu diesem Senat. In den ersten 100 Tagen wurden Schwerpunkte gesetzt. Eines dieser Schwerpunkte, wenn nicht der Schwerpunkt insgesamt, ist die Bildungspolitik. Für die Chancen Berlins ist gute Bildung entscheidend. In der letzten Regierung wurden die Kita-Gebühren schrittweise abgeschafft. Jetzt haben wir stellenweise einen Mangel an Kita-Plätzen. Dies zeigt, dass Berlin eine Stadt für Familien ist. Deshalb hat der Senat entschieden, dass im Haushalt mehr Geld für neue Kita-Plätze ausgegeben wird. Bis 2015 wollen wir so viele Kita-Plätze schaffen, wie die Berliner Familien brauchen. Der Senat hat auch entschieden, dass die Hortlücke geschlossen wird. Ab dem nächsten Schuljahr sollen auch die Fünftklässler Hortbetreuung erhalten. Ab dem Schuljahr 2013/2014 auch die Sechstklässler. Im Februar wurden 200 neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. Trotz vorläufiger Haushaltswirtschaft. Das haben Senatorin Scheres und Senator Nussbaum richtig entschieden. Wenn man von Infrastruktur redet, meint man oft Straßen oder Flughäfen. Das alles ist wichtig. Das alles ist wichtig. Doch die wichtigste Infrastruktur für Berlin sind unsere Schulen, unsere Hochschulen, unsere Krippen und Kitas. Hier wird über die Zukunft entschieden, und deshalb geht die Große Koalition hier Schritt für Schritt nach vorn. Die Piraten haben sich beim Thema Bildung auf die Schultrojaner konzentriert, die noch nicht einmal programmiert sind. Das ist ein wichtiges Thema. Aber unsere Entscheidung für Lehrer, Kita-Plätze und Hortbetreuung findet in der Wirklichkeit statt. Während der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt setzen die SPD und die CDU-Fraktion diese Linie der Koalition weiter um. Die Beratungen für den Doppelhaushalt sind vorangekommen. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich Senator Nussbaum für die gute Zusammenarbeit danken. An alle Mehrforderungen muss ein Preisschild dran. Dann werden wir Prioritäten setzen und schauen, was machbar ist und was eben auch nicht machbar ist. Die Bildungs- und Haushaltspolitiker von SPD und CDU haben sich zusammengesetzt. Sie sind der Überzeugung, dass wir bei der Sanierung von Schulen mehr tun müssen. Dafür werden sich SPD und CDU gemeinsam stark machen, wenn es finanziell möglich ist. Aber am Ende eine Frage der Prioritäten und zu schauen, wie viel am Ende noch da ist, was man ausgeben kann. Aber eine Linie ist klar, die Große Koalition wird den Kurs der Haushaltskonsolidierung umsetzen. Das ist die Botschaft dieser 100 Tage. Wir haben auch gezeigt, dass SPD und CDU gut zusammenarbeiten. Klaus Wowereit und Frank Henkel stimmen sich eng miteinander ab. Sie machen dies zum Wohle Berlins. Wir haben in diesen 100 Tagen viele Themen geräuschlos abgeräumt. Da muss es auch möglich sein, eine Diskussion zu Ende zu führen und die Argumente abzuwägen. Es ist doch keine Überraschung, dass wir als SPD beim Thema Berlin-Arbeit sehr sensible Diskussionen haben. Hätte Berlin mehr Geld, dann wäre das anders. Dann gäbe es diese Diskussionen so nicht. Aber dass wir uns als SPD-Fraktion entscheiden, die Entscheidungen hier nicht leicht machen, zeichnet diese Fraktion aus. Übrigens gab es auf beiden Seiten respektable Argumente. Klar ist, das Thema Arbeit und gerechte Entlohnung ist eben ein Herzensanliegen der Sozialdemokratie. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Aber das führt nicht zur Blockade, sondern am Ende zu Entscheidungen. Applaus
Ich möchte die 10 wichtigsten Entscheidungen der Großen Koalition noch einmal nennen. Erstens. Im Februar haben sich die Fraktionen mit den Forderungen des Berliner S-Bahn-Tisches befasst. Und wir haben eine Hauptforderung der Bürgerinnen und Bürger innerhalb von nur 2 Wochen umgesetzt. Die Fraktionen und der Senat haben gesagt, wir wollen die Offenlegung der Verkehrsverträge. Unser Dank gilt Senator Müller, dass er so schnell gehandelt hat. Mit der Offenlegung haben wir gezeigt, dass wir die Anliegen der Zivilgesellschaft ernst nehmen. Zweitens. Wir haben das Senatorengesetz geändert und damit das Übergangsgeld neu geregelt. Dritter Punkt. Wir haben entschieden, dass wir die Sachausgaben der Bezirke mit 50 Millionen Euro stärken werden. Das war eine wichtige Entscheidung, denn die Politik der Bezirke kommt ganz direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort an, sei es bei den Musikschulen oder bei den Jugendclubs. Viertens. Der Verkehrssenator hat einen Zeitplan für eine Ausschreibung bei der S-Bahn auf den Weg gebracht, der uns bis zum Sommer Entscheidungen bringt. Der erste Teil ist schon im Amtsblatt erschienen. Die Grünen kritisieren, dass die SPD in einer Arbeitsgruppe über das Thema berät. Im Grunde genommen ein komisches Verständnis von Politik, das sie haben. Es ist doch selbstverständlich, dass SPD und CDU eine der größten Infrastrukturentscheidungen dieser Wahlperiode nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn wir nicht noch einmal beraten dürften, dann müsste man uns einen Vorwurf machen, liebe Frau Popp. Fünftens. Wir schaffen zeitnah den Straßenausbaubeitragsgesetz ab. Kollege Saleh, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schäfer zu? Nein. Sechstens. Wir legen die Speicherfristen für die Videoaufzeichnung im Nahverkehr auf 48 Stunden fest. Wenn damit mehr Täter erwischt werden, dann ist das richtig. Man verhindert damit Folgetaten. Deshalb ist es richtig, dass wir das machen, und zwar aus Opfersicht, liebe Grünen. Achtens. Siebtens, wir schließen die Hortlücke. Achter Punkt. Wir schaffen neue Kita-Plätze. Neunter Punkt. Wir haben 200 neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. Und zehnter Punkt. Wir bringen eine Veränderung des Vergabegesetzes auf den Weg. Das bringt nicht nur den Mindestlohn von 8,50 Euro, sondern auch gleiche Löhne in Ost und West bei öffentlichen Aufträgen. Es kann ernsthaft nicht sein, dass nach 20 Jahren Mauerfall in Ost und West teilweise noch Lohnunterschiede von 20% herrschen. Ja. All diese Weichen für Berlin haben wir gestellt. Und wir haben 10-mal die richtigen Entscheidungen für Berlin getroffen. Wir haben nach 100 Tagen keinen Grund zur Überheblichkeit, aber wir müssen auch nicht kleinlaut sein. Nach 100 Tagen sollte übrigens auch die Opposition mal ihre Bilanz vorlegen. Was haben Sie eigentlich von den Piraten getan, zum Beispiel bei der Frage Konzept für fahrscheinfreies Bahnfahren? Legen Sie doch mal was vor, liebe Kolleginnen und Kollegen der Piraten, und nach Möglichkeit mit 160 Zeichen bei Twitter. 160. Also. Und wo bleibt eigentlich das Konzept der Grünen? Wo bleibt eigentlich das grüne Konzept für Klimastadtwerk Berlin? Was haben Sie eigentlich den lieben langen Tag getan? Nichts haben Sie getan, Sie haben geschlafen. Meine Damen und Herren, die ersten 100 Tage zeigen, die Große Koalition setzt nicht auf Stillstand, sondern auf Veränderung.
In diesem Sinne kann ich Ihnen allen für die nächsten Jahre versprechen, langweilig wird es mit uns nicht. Vielen Dank. Für die Fraktion der Grünen spricht jetzt die Fraktionsvorsitzende Frau Popp. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. So. Und es könnte jetzt, glaube ich, auch wieder mal ein bisschen Ruhe einkehren. Meine Damen und Herren, Herr Kollege Saleh, also beim Klimastadtwerk müssen Sie gar nicht jammern. Mit uns hätten Sie das sofort haben können. Und wenn ich mir Ihre Liste der 10 Entscheidungen angucke, die Sie getroffen haben, kann ich nur sagen, das sind vielleicht 10 Punkte, die im Koalitionsvertrag auftauchen. Aber beim Übergangsgeld waren Sie zu gezwungen. Bei den Bezirken, die 50 Millionen, ist ja noch nichts passiert, steht nichts im Haushalt. Die Ausschreibung der S-Bahn ist noch nichts passiert. Die 48-Stunden-Verlängerung ist noch nichts passiert. Beim Vergabegesetz ist noch nichts passiert. Insofern ist das mal wieder hier eine Ankündigungsstunde. Und wir haben die letzten Tage gemerkt, wenn es konkret wird, wird es auch brenzlig bei der SPD. So einfach ist das alles nicht, offensichtlich. Wir sind auch gespannt, ob Herr Wowereit seine 100-Tage-Bilanz heute genauso gelangweilt abspult wie die Regierungserklärung im Januar. Sicherlich werden Sie, wie der Kollege Saleh, uns erzählen, dass die Koalition Tritt gefasst hat, dass Herr Schneider sehr laut brüllen kann, dass Sie geräuschlos arbeiten. Vielleicht werden Sie die Politik der ruhigen Hand bemühen oder ähnliche Bilder heraufbeschwören, die doch nur eins überdecken sollen, dass Sie seit 100 Tagen ohne Anspruch und Profil regieren, dass wir hier 100 Tage Selbstgenügsamkeit erleben mussten. Und natürlich freut es uns ja sehr, dass Sie sich, Herr Frank Wowereit und Herr Klaus Henkel, nee, andersrum, beim Outfit aufeinander abstimmen, heute ja nicht so ganz. Und man fragt sich ja schon, wie geht denn das eigentlich? Schreiben Sie sich morgens immer eine SMS, heute wieder weißer Kragen, offenes Hemd, machst du heute mit oder lieber was anderes? Das sind die Fragen, die sich nach Ihren Pressekonferenzen auftun. Und ob die gute Laune, die hier postuliert wird, tatsächlich vorherrscht, wage ich zu bezweifeln. Man kennt es ja aus der Außenpolitik. Wenn man keine Ergebnisse zu verkünden hat, spricht man von der angenehmen Diskussionsatmosphäre. Das ist eine altbekannte Schönfärberei an der Stelle. Sorry. Und es hätte ja wahrlich etwas besser laufen können in den ersten 100 Tagen. Ihnen fehlten mal wieder ein paar Stimmen bei Ihrer Wahl, Herr Regierender Bürgermeister. Der erste Senator musste bereits nach 12 Tagen zurücktreten. Damit halten Sie aber, glaube ich, endlich einen bundesweiten Rekord. Der erste Rücktritt noch vor der Regierungserklärung einer Regierung. Und es blieb ja nicht dabei, denn es gab nicht nur Rücktritte in der ersten Reihe, sondern auch andere verlassen frustriert das rot-schwarze Schiff. Mitten im Ringen um die Wasserpreise wirft der Bevollmächtigte des Landes Berlin das Handtuch. Eine Senkung der Wasserpreise scheint mit Ihnen ja nicht in Sicht zu sein. So nehmen Sie Volksentscheide ernst, meine Damen und Herren von Rot-Schwarz. Berlin-Partner verliert ebenfalls den Aufsichtsratsvorsitzenden und auch hier unter der Ägide der neuen Wirtschaftssenatorin von Obernitz. Frau von Obernitz, Sie werden nicht müde zu erklären, dass Sie als Wirtschaftssenatorin Klinkenputzen und Türöffner sein wollen. Bislang machen Sie aber mehr mit Türen knallen, als mit Türen öffnen von sich zu reden. Unter Bestandspflege verstehen wir was anderes. Und auch der langjährige Integrationsbeauftragte Piening verlässt frustriert den Senat. Er sei eben kein Typ für Rot-Schwarz. Wenn das mal keine Ohrfeige für Ihre Integrationspolitik und für diesen Senat ist. Tja, Herr Schneider, es bleibt Ihnen noch zu hoffen, dass die Integrationspolitik nicht im rot-schwarzen Streit untergeht. Berlin braucht eine gute Integrationspolitik und keine ideologischen Debatten von vorgestern. Und Sie pflegen hier im Plenum einen Stil wie in der SPD-Fraktion, ganz offensichtlich, Herr Schneider, denn bei Ihnen geht es drunter und drüber. Und Sie scheinen als Fraktion auch eine Marschrichtung zu kennen gegen die eigenen SPD-Senatoren, auf Sie mit Geheul.
wenn Stadtentwicklungssenator Müller sich denn zur Lösung des andauernden S-Bahn-Dramas bewegt und die Schritte zur Ausschreibung vorbereitet, wird die Arbeitsgruppe Daseinsvorsorge zur Rekommunalisierung von Ihnen ganz schnell eingesetzt in der SPD-Fraktion. Leidtragende sind die Fahrgäste der S-Bahn, die jetzt erfahren dürfen, dass offensichtlich, weil sie nicht in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen, die Deutsche Bahn und den schlechten Vertrag, den wir mit der Deutschen Bahn haben, jetzt verlängert bekommt um ein oder vielleicht zwei Jahre, je nachdem, wie lange sie noch diskutieren wollen. Und das geht gar nicht an dieser Stelle. Und wie tief der Riss bei Ihnen inzwischen geht, wurde vor zwei Tagen am Dienstag klar. Es ist heute darüber gesprochen worden, als in der Abstimmung über die Frage 8,50 Euro ja oder nein im Berliner Beschäftigungsprogramm der regierende Bürgermeister und die Arbeitssenatorin eine ziemlich krachende Niederlage erlitten haben. Es war ja aber nicht die erste Niederlage dieser Art, nicht wahr? Davon abgesehen, dass Ihnen ja ein paar Stimmen fehlten bei der Wahl des regierenden Bürgermeisters, haben Sie ja die erste Abstimmung zu 100 in der eigenen Partei ja auch verloren. Vielleicht kriegen Sie ja noch mal gedreht in der Fraktion in der nächsten Sitzung. Dann ist die Kandidatin für die Rechnungshofpräsidentin, damals Frau Dunger-Löper, ja schon mal durchgefallen. Der geplante Verkauf der Berliner Schrottimmobilien namens BIH hat Herr Saleh ja auch schon verhindert gegen Ihren und Herrn Nussbaums Willen. Da fragt man sich inzwischen schon, wie will man eigentlich vernünftig eine Stadt regieren, wenn Sie SPD-intern in jeder Frage, sobald sie konkret wird, in unterschiedliche Richtungen marschieren. Tja, und dann geht der regierende Bürgermeister offensichtlich auf Standby und lässt die Dinge einfach mal passieren, sollen doch die anderen machen. In Grundsatzpapieren sprechen Sie von der zukunftsfähigen Metropole Europas und der klimaneutralen Stadt, von urbanen und modernen Technologien. Daraus wird doch nichts, wenn man sich Tegel beispielsweise anguckt. Die Entwicklung von Tegel zum Industrie- und Forschungsstandort schieben Sie auf die lange Bank. Und wie gestern schon der Tagesspiegel über ihr nicht vorhandenen Gestaltungswillen spotterte, die Zukunft kommt auch in Berlin ganz von selbst. Die Frage ist nur, ob man sich auf diese Zukunft freuen kann eigentlich. Eine Zukunft, in der die Mieten ins Unermessliche steigen und Familien bis zur Hälfte ihres Einkommens dafür ausgeben müssen. Das ist nicht unsere Vorstellung einer sozialen Stadt. Wir wollen, dass sich jeder das Leben und Wohnen in unserer Stadt leisten können muss. Und auch hier haben sich viel zu lange die Entwicklung schleifen lassen. Jetzt gilt es auch hier Ärmel hochkrempeln. Erarbeiten Sie gesetzliche Regelungen, um die Zweckentfremdung in den Griff zu bekommen. Kümmern Sie sich um die Sozialwohnungen, für die wir teure Bürgschaften zahlen. Die könnten wir auch kaufen und die Mieten stabil halten. Erarbeiten Sie eine rechtliche Grundlage für den Liegenschaftsfonds, um verbilligt Neubau zu ermöglichen. Und gehen Sie die Neuregelung für die Wohnkosten der Hartz-II-Bezieherinnen an. Keine Frage, die Liste ist lang und sie ist kompliziert. Und ich mache mir Sorgen, weil jedes Mal, wenn es konkret wird, zerlegt sich die SPD-Fraktion. Das lässt auch hier nichts Gutes verheißen, leider. Und stolz haben Sie sich auch heute wieder das Image der Koalition, der selbsternannten Koalition der Infrastruktur an die Brust geheftet und liefern damit das beste Beispiel dafür, dass Sie noch ein bisschen kommunikative Beratung brauchen. Strategie passt nicht zum Inhalt, Herr Saleh, kann man dazu nur sagen. Sie betreiben hier Etikettenschwindel. Ein Blick in den Haushalt hätte da schon genügt. Bis heute ist keine Investitionsstrategie bei Ihnen erkennbar. Wir sagen dagegen, dass die Schulsanierung verdoppelt werden muss. Das halten Sie im Wagen. Wir wollen Anstrengungen bei der energetischen Sanierung sehen. Wo bleibt dort die Vorbildrolle der öffentlichen Hand in Berlin? Als Beitrag zur Energiewende und ökologischen Modernisierung und um Zehntausende Arbeitsplätze hier in der Stadt zu schaffen. Bei den öffentlichen Gebäuden, Herr Schneider, regen Sie sich nicht so auf. Sie werden schon ganz rot im Gesicht. Und nicht zuletzt, und davor drücken Sie sich auch, wollen wir eine Priorität bei den Investitionen für Wissenschaft und Wirtschaft hier in der Stadt sehen. Dass Sie endlich die Sanierung der Charité in Angriff nehmen und Sie nicht einfach dem Bund versuchen, überzuhelfen. Dass Benjamin Franklin Probleme lösen und auch eine Sanierung angehen. Und natürlich das ICC eben auch nicht totreden an dieser Stelle. Aber auch hier wieder ein Beispiel, sagt Herr Müller Hü, sagt Herr Saleh Hott bei der ICC-Sanierung. Und irgendwann wird es soweit sein, dass das Problem von alleine gelöst hat durch Wegbröseln. Meine Damen und Herren in der Koalition und im Senat, nach 100 Tagen ist Ihre Schonzeit vorbei. Schluss mit der Selbstgenügsamkeit. Machen Sie sich an die Arbeit für Berlin. Vielen Dank.
Für die CDU-Fraktion der Fraktionsvorsitzende Herr Graf. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute vor 99 Tagen hat die rot-schwarze Koalition mit der Vereidigung der Senatoren hier im Abgeordnetenhaus ihre Arbeit aufgenommen. Die aktuellen Umfragen zeigen es, das Bündnis aus CDU und SPD hat die Akzeptanz und das Vertrauen der Bürger. Und da können Sie spotten, schimpfen, auch über die Kleiderordnung der beiden Führungsleute. Die Berlinerinnen und Berliner wollen ein Bündnis unter Führung von Wowereit und Henkel in dieser Stadt, meine Damen und Herren. Denn diese Koalition von SPD und CDU, sie hat den richtigen Kompass für Berlin. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, eine pragmatische, eine ideologiefreie, eine bürgernahe Politik zu machen. Der Ausbau der Infrastruktur, die Schaffung von gut bezahlten Arbeitsplätzen, die Stärkung der sozialen und inneren Sicherheit, das sind die Schwerpunkte unserer Koalition. Dafür steht Rot-Schwarz und das haben die ersten 100 Tage auch gezeigt. Es hat sich was verändert in Berlin in diesen ersten 100 Tagen. CDU und SPD, sie haben Initiativen ergriffen, Entscheidungen getroffen und wir haben auch Ergebnisse vorzuzeigen. Und am wichtigsten ist für uns der Ausbau der Wirtschaft, die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Und wir sind froh, dass in 3 Monaten wir das große Infrastrukturprojekt BER für die Region eröffnen können. Es wird ein Erfolg werden. Es wird für zahlreiche Unternehmen Ansiedlungen im Umfeld bringen. Das bedeutet Aufbruch, Perspektive und Arbeitsplätze, meine Damen und Herren, für unsere Stadt. Und wir sind auch guten Mutes, dass wir im Sommer oder Herbst, wenn das Bundesverwaltungsgericht entscheidet, mit dem Weiterbau der A100 beginnen werden. Es ist ein wichtiger Beitrag des Bundes, 400 Millionen Euro für die Infrastruktur. Es ist ein wichtiger Beitrag für 3.000 Gewerbetreibende im Ostteil der Stadt. Das darf nicht verspielt werden, meine Damen und Herren. Und ich bin der Wirtschaftssenatorin dankbar, dass sie beim Thema Elektromobilität einen ersten Akzent gesetzt hat mit der Bewerbung für das Schaufenster. Und ich sage Ihnen, Frau Kollegin Popp, wenn Sie hier thematisieren von Rücktritten und Ähnlichem, ich meine, schauen Sie mal in Ihre eigenen Reihen. Sie haben einen wichtigen Teil Ihrer Führung, einen Fraktionsvorsitzenden, einen parlamentarischen Geschäftsführer verloren. Ja, in der Schifffahrt würde man sagen, der Kapitän und der erste Offizier wurden durch einen Leichtmatrosen ersetzt, meine Damen und Herren. Aber es bleibt ja dabei, eins hat der Kollege Ratzmann Ihnen voraus, er wird Regierungsluft schnuppern, Sie sind davon noch weit entfernt für die nächsten Jahre. Fast unbemerkt haben die Koalitionsfraktionen in dieser Woche eine Novelle des Vergabegesetzes beschlossen. Es ist ein Modell für gerechte Löhne, es ist ein Modell für Entbürokratisierung. 8,50 Euro Mindestlohn, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Schwellenwerte von 500 auf 10.000 Euro hochgesetzt. Das bedeutet Entbürokratisierung. Die Koalition steht für Entbürokratisierung, aber auch für gerechte Löhne, meine Damen und Herren. Aber zurück zur Infrastruktur. Wir als Union, wir haben uns von Anfang an für die Abschaffung des Straßenausbaubeitragsgesetzes ausgesprochen. Wir haben das im Wahlkampf versprochen. Wir sind froh, dass wir mit der SPD gemeinsam jetzt dieses Versprechen einlösen können. Der Senat hat am Dienstag die Aufhebung beschlossen. Wir befreien übrigens nicht nur diejenigen von der Beitragszahlung, die einen Bescheid bekommen haben, sondern wir erstatten auch die Beiträge zurück, derjenigen, die belastet wurden. Das ist verantwortliche Politik für die Bürgerinnen und Bürger. Frau Kollegin Popp, es ist schon bizarr, wenn Sie als Fraktion Bündnis 90 die Grünen der Koalition vorwerfen, wir würden zu wenig für Investitionen und für Infrastruktur tun. Wer wie Sie zu allem Nein sagt, wer immer die kleinere Lösung will, ob Media Spree, ob Ausbau der
Tangentialverbindung Ost, Weiterbau A100, Luftdrehkreuz beim Grofzughafen. Der verhindert Entwicklung der Stadt, und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen, diese Bigotterie hier an der Stelle. Bei der Arbeitsmarktpolitik kann man es doch auf einen Satz zusammenfassen. Sie ist bei Senatorin Kohlert in wirklich guten Händen, meine Damen und Herren. Insofern. Insofern unterstützen wir das. Wir unterstützen aber auch das Bemühen und die wohltuend klaren Worte des Gesundheitssenators Schaja bei der Frage Rückzahlung der Gelder für die Vorstände der Kassenärztlichen Vereinigung oder aber auch, wenn es um Verdachtsmomente. Ja. Oder wenn es um die Verdachtsmomente im Bereich von Pflegedienstleistern geht, Herr Senator Schaja, Aufklärung ist der richtige Weg, und da haben Sie unsere Unterstützung an der Stelle. Das ist ganz klar. Der Senat hat zügig, reibungslos und geräuschlos den Doppelhaushalt dem Parlament vorgelegt. Er trägt die Handschrift der Koalitionsvereinbarung unter Wahrung der Konsolidierungsziele. Er beachtet die Schuldenbremse, und wir werden damit das Ziel verfolgen und auch erreichen, 2016 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Und wir sind in der Tat froh, Herr Kollege Saleh, dass die beiden Regierungsfraktionen hier 50 Millionen Euro an Sachmitteln für die Bezirke zur Verfügung stellen. Und ich sage Ihnen mal, Frau Kollegin Popp, Ihr grüner Bezirksbürgermeister hat das in seinen Haushaltsentwurf schon eingestellt und hat sich herzlich bedankt bei uns. Das können Sie vielleicht mal bei ihm nachfragen. Und wir werden bei den Haushaltsberatungen auch weitere Akzente setzen als Fraktion. Der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur, das ist wichtig. Hier haben wir im Auge 5.000 neue Kita-Plätze. Wir haben im Auge die Schließung der Hortlücken. Und wenn wir Möglichkeiten und Spielräume finden, werden wir beim Schul- und Sportstätten-Sanierungsprogramm was drauflegen. Das ist richtig, weil für die Koalition Investitionen in Bildung wichtig sind. Sie gehört zur Zukunft der Stadt, meine Damen und Herren. Und die Sicherheit und Ordnung ist ein Kernanliegen dieser Koalition, denn unter dem Anstieg der steigenden Kriminalitätsbelastung hat das Sicherheitsgefühl der Berliner in den vergangenen Wochen gelitten. Die Bürger haben einen unabdingbaren Anspruch auf körperliche Unversehrtheit, und zwar auf jeder Straße, auf jedem Platz, auf jedem U-Bahnhof und auf jedem S-Bahnhof, meine Damen und Herren. Und die Koalition hat in diesen ersten 100 Tagen mit ihrem Innensenator Frank Henkel stark auf das Thema Prävention, auf das Thema Sichtbarkeit der Polizei auf der Straße gesetzt. Wir haben zwei klare Zeichen gesetzt. 250 zusätzliche Polizisten im Vollzugsdienst. Und wir haben die Auszubildenden bei Polizei und Feuerwehr übernommen. Diese Koalition sieht die Probleme im Sicherheitsbereich, und wir haben Antworten schnell darauf gegeben, meine Damen und Herren. Ja, natürlich. Außerdem haben wir beschlossen, zur Prävention und zur Kriminalitätsvermeidung die Videospeicherfristen bei der BVG von 24 auf 48 Stunden zu erhöhen. Und wenn hier die versammelte Opposition den Untergang der Freiheitsrechte beschwört, dann sage ich Ihnen, wir nehmen die ÖPNV-Übergriffe auf die Bürger, die in den vergangenen zwei Jahren stattgefunden haben, sehr ernst. Und das bedeutet nicht weniger Freiheit, sondern es bedeutet Schutz vor Opfer, Opferschutz vor Täterschutz, meine Damen und Herren. Das ist hier die Losung. Und ich will gar nicht die vielen Vorschläge, die der Justizsenator gemacht hat, jetzt alle aufzählen. Ich will Ihnen aber sagen, weil Sie sagen Schrottimmobilien, da hat er die versammelte Opposition mit seinem ersten Vorschlag überholt. Da würde ich noch mal nachgucken, ob er da nicht weiter voraus ist, als dass Sie ihm vorgeschlagen haben. Meine Damen und Herren, die ersten 100 Tage Berlin haben aber auch gezeigt, die Opposition aus Grünen, Piraten und Linken hat weder personell noch inhaltlich das Format, einen überzeugenden Gegenentwurf hier darzustellen. Die Berliner Zeitung titelte ja in diesen Tagen treffend: Opposition, von hier droht nichts. Da haben Sie recht. Sie kämpfen um die Führungschaft und schaffen es nicht mal, sich zu einigen, hier irgendwo anzugreifen. Und wenn Sie hier, Frau Kollegin Popp, Stilfragen oder Kommunikationsberatung beschwören, ich sag mal, Sie haben doch wohl in den letzten Tagen seit der Wahl folgenden Dreiklang angestimmt: Selbstüberschätzung war das nach der Wahl, Selbstzerfleischung und Selbstfindung. Das ist Ihre 160-Tage-Bilanz. Selbstüberschätzung, Selbstzerfleischung und Selbstverherrlichung. Meine Damen und Herren, und
Ja, die Grünen haben ja gestern in derselben Zeitung, das ist ja immer viel treffend, wenn man die Presse zitiert, der Tagesspiegel attestiert ihn ja, die Grünen suchen noch nach sich selbst. Nach der Künast-Pleite und dem parteieninternen Machtkampf hat sich die Fraktion bisher kaum profiliert. Meine Damen und Herren, die Koalition, ich komme zum Schluss, ich bin im letzten Satz, Frau Präsidentin, die Koalition hat ein ambitioniertes Programm. Wir wollen die Stadt voranbringen, wir stärken die Stärken Kunst, Kultur, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen die rote Laterne bei der Arbeitslosigkeit abgeben. Das kann man nicht in 100 Tagen bewerkstelligen. Der Beginn ist sehr erfolgsversprechend. Die Koalition aus Union und SPD, sie steht zusammen und sie ist die richtige Regierung für die Stadt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion der Linken hat das Wort der Abgeordnete Herr Wolf. Bitte sehr. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Herr Graf, Sie scheinen ja recht stolz zu sein auf Ihr ambitionsloses Rumgemurkel in den letzten 100 Tagen. Wir können das echt nicht teilen. Wenigstens Ihr Fehlstart ist von historischer Einmaligkeit. Da haben Sie sich wirklich ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet. Nach 12 Tagen der erste Senatorenrücktritt, da geht nichts drüber. Das schafft sonst keine Regierung. Aber was war dann? Außer ein paar Ankündigungen ist bisher gar nichts passiert. Und das, was Sie als Ihre Erfolge verkaufen, ehrlich gesagt, was Ihr Anteil daran ist, bleibt auch im Dunkeln. Das ist ja auch noch geklaut, Herr Saleh. 8,50 Euro im Vergabegesetz. Die Verordnung stammt noch von Harald Wolf, hätte Herr Wovereit noch vor den Wahlen unterschreiben können. Aber wo ist übrigens Ihr Entwurf für das neue Vergabegesetz? In den 100 Tagen haben wir keinen gekriegt. Ja, liebe Frau Popp, von was könnte Rot-Schwarz jetzt schon so erschöpft sein? Von anstrengender Arbeit, eigenen besonderen Leistungen wohl kaum, vielleicht vom zu langen Mittagsschläfchen. Der Regierende ist nachsichtig, die neuen Senatorinnen und Senatoren üben ja noch und Väterchen lächelt milde. Herr Saleh, ich finde es gut, dass Sie versuchen wollen, weiter linke Politik zu machen. Und ich finde es mutig und gut, dass Sie dafür auch mit der Opposition zusammenarbeiten wollen. Ich weiß nicht, wie Klaus Wowereit das findet. Vielleicht überlässt er Ihnen ja demnächst die Richtlinienkompetenz. Er sieht sowieso ein bisschen unlustig aus in letzter Zeit. Die Berliner CDU macht sowieso alles mit. Die opfert momentan fast alle ihre Positionen nur fürs Dabeisein. Mir soll es recht sein, wenn die Berliner CDU jetzt für Deeskalation ist, für interkulturelle Öffnung der Polizei, wenn sie für Mindestlohn ist, wenn sie die rot-rote Schulreform und den Ethikunterricht nicht rückabwickeln will. Ich beschwere mich sicher nicht, Herr Schneider, wenn die SPD hilft, das gesamte Berliner Parteienspektrum nach links zu verschieben. Ich muss aber zugeben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich traue der Sache noch nicht so ganz. Und das hat Gründe, Herr Saleh. Zum Beispiel, es gibt bis heute keine Reaktion von Ihnen auf unseren Brief zum Wahlalter 16. Grüne, Piraten und wir haben ihn schon im Januar geschrieben. Wir hätten zusammen das Wahlalter 16 beschließen können, so wie die Brandenburger. Und so wie die Brandenburger können wir zusammen einen Antrag gegen den Flughafenknast in Schönefeld verabschieden. Die SPD spielt nicht mit. Stattdessen erleben wir immer öfter, wie pflegelhaft großkoalitionär sich SPD und CDU zum Teil in den Ausschüssen verhalten. Ob es um die Sitzordnung im Hauptausschuss geht, um kritische Fragen auf der Tagesordnung oder darum, den Sonderausschuss Wasser ordentlich auszustatten und jedes noch so kleine Anliegen der Opposition wird einfach von Ihnen weggestimmt. Dass Sie im Parlament eine satte Mehrheit haben, ist uns allen bekannt. Dass Sie diese Mehrheit in den parlamentarischen Abläufen so kleinlich einsetzen, um der Opposition die Arbeit zu erschweren, ist kein Ausdruck von großer Souveränität, meine Damen und Herren. Und wenn dann auch noch die inhaltliche Substanz fehlt, ist von so einer Regierungsmehrheit wirklich nicht viel zu erwarten. Meine Damen und Herren, vor ein paar Tagen fand hier im Haus eine große Mietenveranstaltung statt. Und ja, Herr Graf, wir lassen uns da auch immer wieder mit in Haftung nehmen für das, was wir in Regierungszeiten nicht umsetzen konnten. Aber meine Damen und Herren, wir haben spätestens seit 2008 erkannt, dass sich der Wohnungsmarkt in der Stadt gravierend verändert. Dass die Mieten explodieren, dass Verdrängung zunimmt. Ingeborg Junge-Reyer und Klaus Wowereit wollten das nicht wahrhaben, beziehungsweise fanden das nicht so schlimm. Jetzt weiß ich von Senator Müller, viel Spaß in Cannes, dass er schon etwas länger das etwas anders sieht als seine Vorgängerin und dass er gerne was ändern möchte. Aber was sind seine Ankündigungen wert?
Bis heute gibt es keinen Plan, wie die städtischen Wohnungsbaugesellschaften in Größenordnung neu bauen können und wie sie die Wohnungen dann auch zu bezahlbaren Mieten anbieten können. Das kostet Geld. Was macht Herr Nussbaum? Und wo sollen Grundstücke kostengünstig herkommen, wenn der Liegenschaftsfonds den bestmöglichen Preis erzielen muss? Frau Popp hat es schon angesprochen. Wo ist der Gesetzentwurf, der die Änderung der Liegenschaftspolitik möglich macht? Was macht Nussbaum? Und dann, liebe SPD-Kolleginnen und Kollegen, was sollen wir davon halten, wenn der regierende Bürgermeister weiter verkündet, es wird sich nicht verhindern lassen, dass die Mieten steigen und Zwangsumzüge seien auch nicht zu verhindern, sei ja auch nicht so schlimm und man soll nicht so tun, als ob es sich bei den Randbezirken um Sibirien handelt. Hallo? Lieber Klaus Wowereit, es geht nicht darum, ob es gut oder schlecht ist, in einem Bezirk am Stadtrand zu wohnen. Es geht darum, was, wenn jemand aus seinem gewohnten Wohnumfeld vertrieben werden soll, weil man die Miete nicht mehr zahlen kann, oder wenn man Hartz IV oder Grundsicherung im Alter bekommt und von Zwangsumzug bedroht ist und keine andere Wohnung findet, weil es die eben nicht mehr gibt in Berlin. Es geht darum, dass 30.000 Wohnungen alleine, von denen noch niemand weiß, wer sie bauen soll, wie teuer sie werden und was da die Mieten kosten soll, dass das allein noch kein wohnungspolitisches Konzept ist. Und Herr Wowereit, wohnungs- und sozialpolitisch das Mindeste wäre gewesen, wenigstens das noch von Carola Blume erarbeitete Modell zur Anpassung der Kosten der Unterkunft endlich umzusetzen. Das bietet die reale Chance, wenigstens Zwangsumzüge zu verhindern. Das Nichtstun oder dem Vorschlag von Herrn Nussbaum von damals zu folgen, kostet Berlin letztendlich mehr. Keine angemessene Anhebung der Richtwerte für die Kosten der Unterkunft führt zu mehr Zwangsumzügen, treibt den Mietspiegel und die Mietpreise nach oben. Aber entschieden haben Sie nichts. Genau wie nichts entschieden wird, was die S-Bahn betrifft. Man lässt entscheiden. Da werden bei der SPD zum wievielten Mal eigentlich, Herr Salli, die Varianten zur S-Bahn geprüft. Ja, wie lange denn noch? Warum setzen Sie sich nicht durch, wenn Sie anders als der Senat keine Teilprivatisierung der S-Bahn wollen? Bestehen Sie darauf, dass umgehend neue Waggons bestellt werden, dass ein kommunales Unternehmen gegründet wird und die Leistungen direkt vergeben werden? Aber Klaus Wowereit und Frank Henkel haben sich schon längst entschieden und ihre Arbeitskreise sind nichts als Folklore. Anders lässt sich diese Scherznummer nicht interpretieren. Der Regierende trifft sich ein oder zwei Tage vor der Regierungserklärung mit Herrn Grube. Der sagt, dass er die S-Bahn nicht hergeben möchte. Klaus Wowereit tut, als hätte er vorher nichts davon gewusst und sagt in seiner Regierungserklärung, jetzt ist die Teilausschreibung alternativlos. Nein, Herr Salé, die Teilausschreibung ist nicht alternativlos. Die Inhouse-Vergabe an ein kommunales Unternehmen ist möglich und dafür werden wir auch weiter kämpfen. Meine Damen und Herren, das Thema Rekommunalisierung hat in der neuen Regierung offensichtlich keine große Lobby mehr. Dann müssen halt wieder die Bürgerinnen und Bürger ran. Seit Dienstag läuft das Volksbegehren für ein kommunales Stadtwerk und die Übernahme der Energienetze in die öffentliche Hand. Da wird ein Weg gezeigt, wie Berlin die Energiewende schaffen kann, wie wir zu einer ökologischen, dezentralen Energiepolitik kommen. Alle in der Stadt wissen, dass die Konzessionsverträge für Strom, Gas und Fernwärme 2013 bzw. 2014 auslaufen. Alle wissen, dass schon im April erste Weichenstellungen nötig sind. Sie prüfen, prüfen, prüfen und sie entscheiden nichts. Wir sagen Ihnen, wenn Sie selbst nichts zustande bringen, übernehmen Sie einfach die Gesetzesinitiative des Energietischs. Und meine Damen und Herren, lieber Reit Salé, hier ist der nächste Versuch, Ihren Vorschlag aufzugreifen, gemeinsame Initiativen aus der Mitte des Parlaments zu starten. Sie haben, wie wir finden, richtigerweise den Mindestlohn auch für öffentlich geförderte Beschäftigung gefordert. Wenn ich die Piraten im Wahlkampf richtig verstanden habe, sehen sie den Mindestlohn zwar nur als Brückentechnologie, aber als solche auch für eine unterstützenswerte Sache. Lassen Sie uns an einem gemeinsamen Antrag arbeiten. Wenn Frau Kohlert und der Senat nicht von alleine bereit sind, den Mindestlohn auch für öffentlich geförderte Beschäftigung durchzusetzen, wir helfen gerne. Aber, lieber Kollege Salé, bitte geben Sie uns bald Antwort, nicht wie bei Wahlalter 16 einfach abtauchen. Meine Damen und Herren, vom Regierenden war seit der Berlinale-Eröffnung kaum was zu sehen oder zu hören. Kann es sein, lieber Klaus Wowereit, dass Sie seit Ihrer Reise in den Vatikan und Ihren Gesprächen mit Kardinal Wölki ein bisschen so drauf sind, der liebe Gott wird es schon richten? So wie es aussieht, ist der Herr Kollege Henkel der Einzige im Senat, der noch überraschen kann. Die außerparlamentarische Opposition von der FDP sieht sie ja schon fast zum Sozialismus überlaufen.
Sie freuen sich über 50, sind 50 zusätzliche Polizisten. Und jetzt setzen Sie sogar die Kennzeichnungspflicht um, die Sie vorher so lautstark bekämpft haben. Schön, dass Sie daraus allerdings ein bürokratisches Monster machen mussten. Mit dreifach rotierenden Namen oder Nummern ist wohl dem Umstand geschuldet, dass Sie endlich mal was Eigenes haben wollten. Das hilft zwar in der Sache nichts, aber ein bisschen rührend ist es schon. Meine Damen und Herren, Berlin braucht eine Regierung, die entscheidet und die Weichen für die Zukunft stellt, die dem sozialen Zusammenhalt verpflichtet ist. Da haben schon Koalitionsvertrag und Regierungserklärung nichts Gutes ahnen lassen. Nach 100 Tagen kann man feststellen, Rot-Schwarz verspricht wenig, prüft viel und handelt überhaupt nicht. Diese neue Regierung hat als gemeinsames strategisches Projekt nur ein kleines Stück teure und sinnlose Autobahn, von dem immer noch unklar ist, ob es überhaupt gebaut wird. Und Sie haben weder eine Idee noch einen Plan. Sie machen Regieren um des Regierens willen. Das, meine Damen und Herren, ist zu wenig. Das hat die Stadt nicht verdient. Vielen Dank. Für die Fraktion der Piraten hat zunächst das Wort der Abgeordnete Reinhardt. Bitte sehr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns ja schon noch ein bisschen wundern hier im Haus. Eigentlich sollte das Thema der Aktuellen Stunde doch ein aktuelles Thema sein. Stattdessen gibt es jetzt Rundumschläge und maritime Metaphern. Dafür haben wir Piraten sowieso schon genug. Das muss jetzt nicht auch noch sein. Was ist aktuell? Aktuell gerade im Bereich Integrationspolitik aufgrund des Rücktritts von des Integrationsbeauftragten Günther Piening. Das ist ein Thema, was man wirklich zum Thema machen sollte. Und darum soll es nun auch erstmal gehen. Naja. Nun also 100 Tage rot-schwarze Integrationspolitik. Manchmal macht es auch den Eindruck, als sei es eine schwarz-rote Integrationspolitik. Durch den schwammigen Koalitionsvertrag gibt es nun Interpretationen in verschiedene Richtungen, in welche Richtung die Integrationspolitik gehen sollte. Von dem Kollegen Dregger von der CDU hört man zum Beispiel, die Integrationspolitik Pienings mache den Menschen Angst. Diese Integrationspolitik, diese Angst, ist eine Angst vor Veränderung, Herr Dregger. Das ist eine Sicht auf die Gesellschaft als starr und konstant ansieht. So ist die Gesellschaft aber nicht. Sie befindet sich in einem stetigen Fluss und muss sich auch stets selbst verändern und auch stets selbst hinterfragen. Besser finde ich das schon, was Herr Wowereit in seinem Buch über die Integrationspolitik, auch gerade aktuell erschienen, schreibt, Integration wird dort als Querschnittsaufgabe definiert. Bis zu diesem Punkt ein Konsens mit unserer Partei. Wir sehen Integrationspolitik als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das schließt einen Abbau von Diskriminierung ein. Das schließt ein Mehr für Teilhabe, an Teilhabe für alle Gruppen ein, vor allem die, die von Teilhabe bislang zu sehr ausgeschlossen waren. Zum Beispiel Gruppen wie, gerade angesprochen, unter 18-Jährige oder in Berlin lebende Nicht-EU-Ausländer. Aber wie soll man das umsetzen? Wie soll die Umsetzungsfähigkeit von Integrationspolitik geschaffen werden? Dafür brauchen wir eine Stelle, die das auch schafft. Eine Stelle, die das auch konkret umsetzen kann, die kritisch hinterfragt und auch mal den Finger in die Wunde legen kann. Dafür brauchen wir einen starken Integrationsbeauftragten mit ausreichend Ressourcen und mit ausreichender Unabhängigkeit. Daraus kann nun nicht folgen, wie zum Beispiel Kollegin Lücker-Ratzewil von der SPD das gefordert hat, den Integrationsbeauftragten gleich ganz abzuschaffen. Wobei konsequent wäre es fast, denn Frau Kohlert hat es ja schon geschafft, den Integrationsbeauftragten zu degradieren auf eine Stelle eines Abteilungsleiters, der einem Staatssekretär zu berichten hat. Das ist nun wirklich eine Position, aus der heraus er eng in das Korsett des Senats eingebunden überhaupt nicht mehr kritisch hinterfragen kann. Das ist eine aktuelle Frage, die wir uns stellen müssen. Und dafür brauchen wir jetzt einen Integrationsbeauftragten, der eine umfassende Stellung bekommt, der es schafft, auf alle Senate einzuwirken. In diesem Fall gibt es dazu auch noch ein aktuelles Beispiel. Letzte Woche wurde darüber berichtet, dass das Integrationsbüro der Polizei umgegliedert wird, abgeschafft wird und beim LKA angesiedelt wird. Das kann man richtig oder falsch finden, aber auch in diesem Fall wäre es doch sinnvoll, wenn ein Integrationsbeauftragter konsultiert wird, Erfahrungen aus anderen Senatsbereichen mit einbringen könnte, beratend zur Seite stehen könnte und dort eben auch diese Querschnittsaufgabe nachkommen könnte. Nun wird über die Nachfolge von Günther Piening spekuliert. Soll er einen Migrationshintergrund haben? Soll es eine Frau sein?
Wie stark sollen die Migrantengruppen eingebunden werden in die Suche nach dem neuen Integrationsbeauftragten? Alle zerren an ihm, bevor es ihn überhaupt gibt. Aber, meine Damen und Herren, das ist doch nicht die Frage. Die Frage ist doch nicht, wer dieses Amt ausübt, sondern was dieses Amt überhaupt in der Lage ist zu tun. Und die Umsetzung, daran hapert es doch, meine Damen und Herren, hier. Ja, ja, machen wir auch. Ist aber ein aktuelles Thema. Bevor ich hier nur mit Kritik scheide, möchte ich noch ein Lob loswerden, und zwar an die Senatorin Kohlert und die Senatorin Scheres. Wir haben erfahren, dass sie sich am Dienstag in der Fraktionssitzung ihrer Fraktion enthalten haben, beziehungsweise an der Abstimmung nicht teilgenommen. Das finde ich gut, denn hier gibt es nämlich Punkte, die durchaus kritikwürdig sind, nämlich gerade die Frage nach der Gewaltenteilung. Dass Sie als Senatorin überhaupt Stimmrecht in der eigenen Fraktion haben, ist durchaus eine sehr komische Frage. Insofern möchte ich Ihnen danken, dass Sie an der Abstimmung nicht teilgenommen haben und damit auch der Gewaltenteilung einen Dienst erwiesen haben. Und Herr Saleh, ich nehme Ihr Angebot gerne an. Finanzierung über kommunale Abgabe durch Berliner und Hoteltaxe durch Reisende. Vielen Dank. Vielen Dank. Nun hat für die Piratenfraktion noch der Abgeordnete Lauer das Wort. Was habe ich denn noch? Ja, nein, ich find's spitzenmäßig. Also erstmal, ich muss sagen, toll, toll. 100 Tage schwarz-roter Senat, rot-schwarzer Senat, man kriegt es ja gar nicht mehr mit. Irre, Applaus, super. Machen wir das jetzt immer so? Gibt es da so demnächst Fortsetzung? 200 Tage rot-schwarz, der Senat schlägt zurück. 300 Tage rot-schwarz, jetzt wird noch viel härter koaliert. Ganz ernsthaft. Ganz ernsthaft. Geht's noch? Was ist denn das hier für ein Bild, was wir von uns hier zeichnen, wenn wir so eine aktuelle Stunde wie heute machen? Geht's hier um Sachfragen oder geht's darum, sich selber ein bisschen ein von der Palme zu wedeln, wie geil die letzten 100 Tage waren? Am Montag hatten die Grünen eine Pressekonferenz zum Thema rot-schwarzer Senat und warum die Grünen seit 100 Tagen unangefochtene Oppositionsführer sind. Und nochmal auch Glückwunsch, ganz toll. Wir haben auf unserer LMV leider nicht beschlossen, diesen Antrag anzunehmen, grüne Oppositionsführerschaft bedingungslos anerkennen. Jetzt. Am Dienstag war dann Herr Wobereit dran mit einer Pressekonferenz zum Thema rot-schwarzer Senat. Die Linke und die Piraten, wir haben uns eine Pressekonferenz, glaube ich, dazu gespart. Was soll man auch dazu sagen? Und das war aber anscheinend noch nicht genug Berichterstattung zu dem Fakt, dass hier seit 100 Tagen zwei Parteien miteinander koalieren. Was sollen Sie denn auch bitte anderes tun? Die aktuelle Stunde in diesem Haus bietet uns Fraktionen die Möglichkeit, aktuelle Themen zu beleuchten, ja, und in den Fokus der Berichterstattung zu rücken. Aber sie ist doch mit Sicherheit nicht da, um eine weitere Pressekonferenz stattfinden zu lassen, meine Damen und Herren. Das Thema 100 Tage rot-schwarzer Senat ist ungefähr so aktuell wie Weihnachten dieses Jahr am 24. Dezember. Kalt, noch kälter, der Winter, geheimnisvolle Jahreszeit. Genau, wir haben das selber beantragt und hier kritisiere ich auch meine eigene Fraktion mit. Wir werden uns, Ich sag Ihnen eins. Das ist uns ein tatsächlich aktuelles Thema wert. Das ist uns ein tatsächlich aktuelles Thema wert, das an dieser Stelle zu verbraten, wenn wir uns nicht hier an so einem Spökes beteiligen müssen. So, wir haben auf unserer Seite am Montag einfach mal gefragt, 20 Themen zusammenzutragen, sind dabei herausgekommen zu einer aktuellen Stunde, die man hier auch mal behandeln könnte. Die sind ganz sinnvoll. Wir durften es hier leider nicht auf den Tischen verteilen. Die Blümchen und der Kuchen ist aber anscheinend okay. Ich sage Ihnen, das ist konsequent. Inhalte überwinden jetzt. Vielen lieben Dank. Und wo wir gerade bei den Inhalten sind, wie viele Anträge hat die Koalition heute eingereicht? Lassen Sie mich nachdenken. Wie viele sind es? Gar keine. Warum? Weil es gerade so spitzenmäßig läuft und dann haben Sie sich gedacht, hey, kein Ding, heute machen wir mal einfach nichts im Plenum. Läuft ja gerade so gut. Wir haben ja den Herrn Saleh und den Herrn Graf gehört. Spitzenmäßig. Heute ist Weltfrauentag und ich wäre gerne Mäuschen in Ihren Fraktionen gewesen. Weltfrauentag, ein aktuelles Thema, über das man hätte sprechen können.
Und dann fällt einem auf einmal auf, oh Scheiße, wir müssen noch irgendwas dazu machen. Also große Anfrage, die man sich ja natürlich, weil man seine eigenen Senatoren fragt, direkt schnell beantworten kann. Ich würde mich freuen, wenn große Anfragen in Zukunft auch der Opposition in dieser Geschwindigkeit beantwortet werden würden. Ansonsten habe ich mich sehr darüber gefreut, was der Herr Saleh und der Herr Graf zum Thema geräuschlos gesagt haben und wie geräuschlos die Koalition arbeitet. Meine Damen und Herren, die Mafia arbeitet geräuschlos. Demokratie muss transparent und nachvollziehbar sein. Und das meine ich durchaus ernst. Die Verkehrsverträge, meine Damen und Herren, Herr Saleh, die wurden doch erst in dem Moment veröffentlicht, als sie im Internet geleakt worden sind. Und dann zu befürchten stand, dass sie auch ohne die schwärzen Stellen irgendwann im Internet auftauchen. Zum fahrscheinlosen ÖPNV, Herr Saleh. Zum fahrscheinlosen ÖPNV, Herr Saleh, da zitiere ich Ihren verkehrspolitischen Sprecher Ole Kreis, SPD, muss man sich sozial, Hauptsache Italien, jeder Ole Kreis, Sprecher, der hat gesagt, Ihr verkehrspolitischer Sprecher, dass jeder zahlt, ist unsozial. Dass jeder zahlt, ist unsozial. Danke, Sozialdemokratische Partei. Sie sind anscheinend im 21. Jahrhundert angekommen. Das macht viel Spaß. Videoüberwachung, haben Sie gesagt, Sie finden das toll. 48 Stunden, das gefühlte Sicherheitsempfinden, das steigt. Ich sage Ihnen, gehen Sie bitte wirklich zu jedem, der zusammengeschlagen worden ist, ins Krankenhaus und fragen Sie ihn oder Sie, Haben Sie sich dabei wenigstens sicher gefühlt? Haben Sie sich sicher gefühlt? Super Sache. Ich bedanke mich, meine Damen und Herren. Ich freue mich auf die nächste 100-Tage-Pressekonferenz in diesem Haus. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Herr Lauer. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass das Verwenden von Fäkalausdrücken ehrlich gesagt unparlamentarisch ist und bitte in Zukunft unterbleibt. Ich halte Sie für kreativ genug, als dass Sie Ihrem Unmut auch anders Ausdruck verleihen können. Für den Senat hat das Wort der regierende Bürgermeister. Bitte sehr. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade nach dem letzten Beitrag fällt es einem natürlich auch schwer, darauf überhaupt einzugehen. Herr Lauer, Sie haben in der Tat recht. 100 Tage waren früher mal dazu da, eine gewisse Schonfrist zu geben, denjenigen, die neu ins Amt gekommen sind, dass sie eine Einarbeitungszeit haben und dass man dann anfängt mit der Fundamentalkritik. Das ist schon längst vorbei. Es gibt keine Schonfristen mehr im politischen Raum. Es wird von Anfang an opponiert und beurteilt. Und wenn man sieht, dass nach 100 Tagen schon so fundamentale Urteile gefällt worden sind, dann fragt man sich natürlich, warum soll die Legislaturperiode eigentlich 1800 und mehr Tage in Anspruch nehmen, wenn alle schon ihr Urteil gefällt haben. Und da sage ich Ihnen, Frau Popp, Sie werden auch nach 1800 Tagen Ihr Urteil, was Sie heute haben, nicht ändern. Aber ich hoffe, dass ich mein Urteil, was ich über Sie als Opposition habe, durchaus noch ändern kann. Aber das ist Ihr Part, dass das möglich sein soll. Und natürlich lief es ab, wie immer. Auch die Journalistinnen und Journalisten haben schon vor den entsprechenden Pressekonferenzen ja auch ihre Urteile abgegeben. Auch da hat man sich ja manchmal ein bisschen wundern können. Aber liebe Opposition, die Regierung hat sicherlich auch ihr Fett wegbekommen. Aber was Sie abbekommen haben, das waren Kübel, muss ich mal sagen, von den Journalisten, die wir dann noch als neutralere Beobachter hier ja zitieren dürfen. Also deshalb wäre ich auch immer ganz vorsichtig, denn wäre ich auch immer auch das Thema ist 100 Tage so. Und wir werden eben, zu einer Regierungsarbeit gehört im Parlamentarismus auch die Arbeit der Opposition. Und diese Fragen werden Sie sich auch stellen lassen müssen. Sie kriegen nämlich Geld für Ihre Opposition. Und Sie sind Ihrer Aufgabe nicht gerecht geworden. Darüber kann sich eine Regierung freuen. Darüber kann sich ja eine Regierung freuen. Und Frau Popp, in welchem
in welchem Sparmodus Sie sich befunden haben die letzten Wochen, wollen wir hier gar nicht erst mal diskutieren. Müssen wir wirklich mal sagen. Und Sparmodus ist die höchste Energieverbrauchsstufe, unnütz und völlig überflüssig. Herr Schäfer, da kann ich Ihnen noch nicht mal richtig widersprechen. Aber woran liegt denn das? Weil Sie Ihre Aufgabe nicht erfüllen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber eins kann ich Ihnen garantieren, wenn Sie glauben, dass meine Fraktion oder diese Koalition sich auseinanderbringen lässt, dann haben Sie falsch gerechnet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dann haben Sie falsch gerechnet. Und dass ausgerechnet Fraktionen, die immer sehr rebellisch sind und basisdemokratisch sind, es zum Vorwurf machen, dass eine Regierungsfraktion nicht automatisch dem regierenden Bürgermeister in allen Fragen folgt, ist schon sehr merkwürdig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da muss man sich das auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und in der Tat das jüngste Beispiel, wo es Kontroversen gegeben hat. Dazu stehen wir übrigens transparent. Ich habe das hinter einer Zeitung gelesen, die unterschiedlichen Ansätze dort. Nicht hinter verschlossenen Türen, sondern auf offenem Markt ausgetragen. Die Arbeitssenatorin hat ein geschlossenes Konzept vorgelegt. Und für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist es in der Tat eine Frage, wie wir mit Menschen umgehen, die arbeitslos sind und was bezahlt werden muss, damit sie in Würde leben können. Das ist in der Tat eine elementare Frage und darüber streite ich mich auch gerne. Darüber streite ich mich auch gerne. Und dieser Grundkonflikt, wollen wir mehr Menschen helfen, sich zu qualifizieren im Bereich von Arbeitsförderungsmaßnahmen? Oder wollen wir einige privilegieren und dort den Schwerpunkt setzen? Diesen Konflikt hatten wir mit unserem alten Koalitionspartner auch schon gehabt. Und da haben wir uns entschieden, auch in Verhandlungen für den Weg, eine breite Förderung zu machen, aber vor allen Dingen etwas zu machen, was in der Vergangenheit so nicht stattgefunden hat, nämlich die Qualifizierung, dass die Menschen eine Chance haben, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Das ist unser Credo und daran arbeiten. Und da gibt es keinen Unterschied in der SPD. Und wir werden diese Unterschiede austragen und zur Entscheidung kommen, und zwar zügig zur Entscheidung kommen. Da können Sie auch ganz sicher sein. Natürlich klatschen die da, Herr Esser. Wir haben eine Situation, dass in der Tat etliche Senatsmitglieder neu ins Amt gekommen sind. Und selbstverständlich ist am Anfang, und das ist naturgegeben, kann nicht alles rundlaufen, sondern es muss etabliert werden, man muss die Stäbe aufbauen. Und so ist es natürlich auch, wenn die Piraten ganz neu ins Parlament kommen, da kann man keine Häme haben, wenn irgendwelche Fehler passieren. Das ist ein allgemeiner Prozess, den wir haben. Das sollten wir uns nicht gegenseitig vorwerfen, sondern das sollten wir mal eigentlich zur Kenntnis nehmen, dass wir in Windeseile, alle, die hier sitzen, alle, die neu sind, sich in die komplizierten Materien eingearbeitet haben und ihre Arbeit leisten. Und darauf können alle stolz sein. Und das ist kein Grund, hier eine Häme auszusprechen. Selbstverständlich für die Oppositionsführerin Frau Popp, dass die Oppositionsführerin Frau Popp in die Wunden reinbohrt, beispielsweise der Rücktritt des Justizsenators. Ja, selbstverständlich darf sie das, soll sie das, muss sie auch machen. Das ist ihre Aufgabe, dafür ist die Opposition. Herzlichen Glückwunsch, das haben Sie gut geschafft, Frau Popp. Aber eine vernünftige Opposition muss auch Alternativen aufzeigen. Und da ist eben gar nichts gekommen. Und das ist die Faktenlage, die wir hier haben. Und es ist schon merkwürdig, dass die ganze Welt merkt, wie positiv Berlin sich entwickelt.
Und dazu trägt dieser Senat jeden Tag bei. Und darum kämpft er. Und er wird unterstützt von den Abgeordneten hier im Abgeordnetenhaus, dass Berlin sich entwickelt, dass diese Stadt prosperiert und damit die Menschen eine bessere Zukunft haben. Dafür arbeiten wir. Und das wird weltweit anerkannt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich freue mich, dass wir das hautnah erleben durften am Dienstag bei der Eröffnung der internationalen Tourismusbörse. Wieder rekordverdächtig. Wir haben im letzten Jahr wieder 7,5% Steigerung gehabt an Besucherzahlen, Übernachtungszahlen. Und das ist ein Riesenerfolg, weil die Menschen mitbekommen, welche Dynamik in dieser Stadt vorhanden ist und wie diese Stadt sich entwickelt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das werden wir voranbringen. Und dafür steht die Sozialdemokratie und CDU, die zusammen diese Koalition bilden. Und wir haben den Haushalt verabschiedet. Und da muss ich mal sagen, das wird immer so getan, als Senat den Entwurf des Haushaltsplans dem Abgeordnetenhaus zugesandt, rechtzeitig vor den Ankündigungen in einer sehr kurzen Zeit. Und das ging nur, weil alle Senatsverwaltungen konstruktiv auf der Basis des schon mal verabschiedeten Haushaltsplans gearbeitet haben und die neuen Schwerpunkte gesetzt haben. Und selbstverständlich sind die neuen Schwerpunkte der Koalition dort mit beinhaltet. Und es ist jetzt das vornehmste parlamentarische Recht, natürlich diese inhaltlichen Schwerpunkte, die gesetzt worden sind, kritisch zu hinterfragen, die Zahlen zu hinterfragen, auch eigene Akzente zu setzen. Und diese spannende Debatte läuft ja gerade im Parlament. Und es ist gut, dass wir sie gemeinsam führen. Wir haben gesagt, wir wollen eine eindeutige und flächendeckende Kita-Versorgung haben. Und selbstverständlich kostet das Geld. Das kann man da nicht nur so als Postulat in den Raum stellen, sondern die zuständige Senatorin hat relativ schnell analysiert, wo sind denn die Bedürfnisse da. Und wir haben 20 Millionen Euro mehr eingestellt, um ein flächendeckendes Angebot zu machen. Und ich sage auch für den Senat und weiß, dass das im Parlament eine Unterstützung findet, es werden auch mehr als 20 Millionen sein müssen, weil das alleine nicht ausreicht. Aber wir haben ein deutliches Zeichen gesetzt und wir werden es bedarfsgerecht nachsteuern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir, Herr Mutlo, Sie sind ja ein sogenannter Bildungsexperte. Und dann fragen Sie doch mal die Eltern, die aus anderen Ländern der Republik zu uns kommen, wie sie das Kita-Angebot in Berlin empfinden. Es ist hervorragend in jedem internationalen Vergleich. Von meiner Zeit geht da gar nichts ab. Da irren Sie, liebe Frau Abgeordnete. Von meiner Zeit geht da gar nichts ab. Ich habe Zeit. Also da werden Sie, haben Sie nur, tragen Sie Trauer. Also das, je länger Sie dazwischen schreien, das geht von Ihrer Zeit ab. So. Also wir haben die Schwerpunkte gesetzt und wir werden auch weiterhin konsequent an der Umsetzung der Infrastrukturprojekte weiterarbeiten. Und wir freuen uns, dass am 3. Juni dieses Jahres der Großflughafen in Schönefeld an den Start geht. Das ist eine riesige Erfolgsgeschichte und die werden wir konsequent auch fortführen und weiterschreiben. Und auch alle Hoffnung, dass die 100 nicht kommen wird, erwarten wir mal das Urteil des Verwaltungsgerichts ab. Und dann kann auch gebaut werden, allen Unkenrufen zum Trotz. Wir brauchen diese Infrastruktur. Und ich finde es auch gut, dass die Trassenführung für die tangentiale Verbindung Ost auch festgelegt worden ist, dass da auch an diesem Projekt weitergearbeitet werden kann. Wir haben Einnahmeverbesserungen durchgeführt, die Grunderwerbsteuer auf 5% erhöht. Und wir sind dabei, auch die sogenannte City Tax hier auf den Weg zu bringen. Wir wissen, dass das bei vielen Widerstände hervorruft, dass rechtliche Bedenken da sind. Aber die werden wir auch nach vorne bringen. Und dies wird ganz klar so sein. Und der Senat wird versuchen, das Thema soziale Gerechtigkeit mit der Förderung der Wirtschaft in Einklang zu bringen. Und beides gehört zusammen. Das ist kein Gegensatz. Und wir unterstützen selbstverständlich die Kollegin von Obernitz bei der Strukturierung von Wirtschaftsfördermaßnahmen bei Institutionen. Und da sage ich an dieser Stelle auch mal ganz deutlich, es ist richtig, dass sie sich einmischt.
Es ist richtig, dass sie vielleicht dem einen oder der anderen auf die Füße tritt. Aber mir ist eine Senatorin lieber, die nach vorne geht und auch sagt, ich will was gestalten, als dass hier nur Ruhe da herrscht. Das hatten wir auch gehabt, liebe Kollegen von der Linkspartei. Liebe Kollegen von der Linkspartei, Sie wissen, was ich da meine. Und die wirtschaftliche Entwicklung ist wichtig und notwendig. Und selbstverständlich sind wir stolz darauf, dass diese Stadt sich entwickelt. Und die Entwicklung dieser Stadt ist zu sehen, sie ist zu spüren. Und leider, und das ist richtig, dass es auch genau, dass es Diskrepanzen gibt bei den Einkommensgruppen in unserer Stadt. Und dass es eine Schere gibt, die sich leider öffnet und nicht schließt. Und dass mehr Menschen Schwierigkeiten haben, sozialverträglich in dieser Stadt zu leben, auch mitten in dieser Stadt zu leben. Nur es zu leugnen, zu glauben, dass wir hier per Order der Mufti dies verhindern können, das ist Wirklichkeitsverweigerung und das hilft keinem weiter. Das hilft keiner Mieterin weiter und keinem Mieter und das hilft keinem Sozialhilfeempfänger weiter. Mit den Auswirkungen von Prosperität müssen wir umgehen können. Und deshalb wird es so sein, dass nicht alle Mieterhöhungen in dieser Stadt verhindert werden können. Aber wir haben selbstverständlich die soziale Aufgabe für diejenigen, die eben nicht am Einkommenszuwachs teilnehmen, die nicht Tarifsteigerungen bekommen, wie Verdi sie jetzt fordert, von 5 oder 6%, und wenn es nachher 3 oder 4 sind, die nicht diesen Einkommenszuwachs haben, wie die Rentnerin und der Rentner, der vielleicht 0,5 bekommt oder gar nichts, dass auch die teilhaben können. Und dafür setzen wir uns ein und dafür kämpfen wir und dafür brauchen wir unsere öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften. Und auch da ist der richtige Schwerpunkt gesetzt worden. Es ist vorhin schon gesagt worden, Herr Senator Müller hat auch schwer mit den Wohnungsbaugesellschaften, weil die sagen, wir wollen unsere zulässigen Mieterhöhungen machen, durchgesetzt, dass das undifferenziert so nicht mehr passieren darf, sondern dass ein konkretes Konzept kommt, wie auch sehr stark auch im einzelnen Haus differenziert wird, was Mieterhöhungen anbelangt, um genau diese sozialen Verwerfungen zu verhindern. Und wir werden natürlich versuchen, auch durch bundesgesetzliche Regelungen dort Schwerpunkte zu setzen. Und dies ist in Abstimmung mit dem Finanzsenator. Und selbstverständlich werden wir unsere Liegenschaftspolitik, das ist auch erklärt worden, aussteuern in der Weise, dass wir auch Grundstücke zur Verfügung stellen und dass wir natürlich hier auch dort Impulse setzen und nicht mehr dem meistbietenden Grundstück geben. Aber dann sage ich auch für die Haushaltsberatung, die vor uns liegen, man darf dann aber auch nicht Fantasiepreise als Einnahme einstellen, wenn man solch eine Politik macht. Sie führt zu Mindereinnahmen, weil man ordnungspolitisch und strukturpolitisch etwas machen will. Der Senat hat seine Arbeit getan, und wenn einige so tun, als ob da nichts passiert ist, das ist Rhetorik. Das kann, muss man als Regierung auch hinnehmen. Ich sage für den gesamten Senat, für Herrn Henkel, für seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter von der CDU und für meine SPD-Senatorinnen und Senatoren, dass wir hier alles tun werden, damit Berlin nach vorne kommt. Das ist unser Auftrag. Und dafür bitten wir um Ihre Unterstützung. Und dies werden wir nicht nur in den ersten 100 Tagen so machen, sondern jeden Tag in der Legislaturperiode. Dafür stehen wir und dafür arbeiten wir. Schönen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor, die ihre Erledigung befunden. Nun kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4. Das sind die Prioritäten. Ich rufe auf die laufende Nummer 4.1. Das ist die Priorität der Fraktion der Bündnis 90 Die Grünen mit Tagesordnungspunkt 22. Das ist der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 17.0200. Nach 10 Jahren Gender Budgeting endlich konsequent bei der Haushaltsaufstellung anwenden. Diese Priorität soll verbunden werden mit der Priorität der Fraktion Die Linke mit Tagesordnungspunkt 18. Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 17.0192. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Die beiden genannten Prioritäten werden gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt 7 behandelt. Das ist die Große Anfrage der Fraktionen der SPD und der Fraktion der CDU auf Drucksache 17.0199, Situationen von Frauen in Berlin. Für die Besprechung bzw. Beratung der aufgerufenen Tagesordnungspunkte steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 10 Minuten zur Verfügung, die auf 2 Redebeiträge aufgeteilt werden kann.
Es beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das Wort hat die Abgeordnete Kofbinger. Okay. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, auch für die richtige Aussprache meines scheinbar sehr komplizierten Namens. Meine Damen und Herren, heute am 101. Internationalen Frauentag wollen wir über das reden, was Frauen in diesem Land wirklich wichtig ist. Wie wir schon zu Beginn der Sitzung an den schmückenden Beigaben auf den Tischen gesehen haben, gehen da in den Fraktionen offensichtlich auch die Meinungen ein wenig auseinander. Während manche mutmaßen, es wären Blumen, sind wir der Auffassung, dass es um das hier geht. Ich zeige Ihnen das mal, weil Berlin so wenig davon hat. Es geht darum. Ja, das ist Kohle. Nein, das ist Schotter. Das ist Knete. Uns geht es hier heute ums Geld. Doch, die sind alle echt. Sehen Sie, ich kann nicht durchbeißen. Deshalb haben wir zum diesjährigen Frauentag auch einen Antrag eingebracht, in dem es ausschließlich darum geht, ohne jedes schmückende Beiwerk. Wir reden heute über den bald zu verabschiedenden Doppelhaushalt 2012-2013 und die Teilhabe der Frauen dieser Stadt an einem Ausgabenvolumen von rund 22 Milliarden Euro. Wir reden über Gender Budgeting. Viele von Ihnen werden dieses Wort heute das erste Mal gehört haben. Gestatten Sie mir einen kurzen Blick in die Vergangenheit. Da fing eigentlich alles ganz gut an. Am 27. Juni 2002, also vor fast genau 10 Jahren, beschloss das Abgeordnetenhaus, den Gender-Budget-Ansatz als finanzpolitisches Instrument stufenweise zu implementieren. Damals war Berlin mit diesem Beschluss innovativ und modern. Man hat sich sozusagen an die Spitze der Bewegung gesetzt. Wenn wir nun 10 Jahre später auf den Prozess blicken, müssen wir feststellen, dass wir mitten auf dem guten Weg stehen geblieben sind. Diese Blockade wollen wir bei Ihnen mit unserem Antrag lösen, der Sie auffordert, einen neuen, diesmal verpflichtenden Anlauf zu nehmen. Zeigen Sie Berlin, wie ehrlich Sie es mit Ihrem Vorhaben eines geschlechtergerechten Haushalts meinen. Verankern Sie Gender Budgeting endlich in der Landeshaushaltsordnung. Zu diesem Schritt fordern nicht nur wir Sie seit Jahren auf, sondern auch übrigens die Initiative für einen geschlechtergerechten Haushalt in Berlin. Die sind bereits mehrfach an Sie herangetreten. Die konnten Ihnen auch die harten und validen Zahlen an die Hand geben und konkrete Beispiele, woran es hakt und was von Senatsseite da besser gesteuert werden muss. Ich nenne nur die Erhebung zu den durchschnittlichen Monatsgehältern berechnet in pauschalisierten Vollzeitäquivalenten, damit sich das auch schön vergleichen lässt. Das Ergebnis war ein Lohnunterschied zu Ungunsten der Frauen zwischen 3,36 und 26,6%. Bei einer solchen Entgeltlücke im eigenen Betrieb ist der Senat gefragt. Da muss die Chefin persönlich ran. Ich meine Herrn Wowereit, der ist jetzt gerade nicht da. Aber bitte handeln Sie. Wo ist er? Da ist er. Ah, ist nicht Herr Wowereit. Sie machen sich immer so unsichtbar. Ich habe Sie jetzt gar nicht gesehen. Ich habe gleich noch ein paar Taler für Sie. Gender Budgeting, das wird Sie sehr interessieren, kann aber auch noch mehr. Es ist zum Beispiel eine Möglichkeit, auch in Zeiten geringer haushaltspolitischer Spielräume, und die haben wir hier sicherlich, gleichstellungspolitische Ziele zu realisieren. Ich nenne Ihnen jetzt ein sehr konkretes, tagesaktuelles Beispiel. Wir werden am Montag eine Anhörung haben im Ausschuss von Herrn Chaya, von Herrn Senator Chaya. Da geht es um ein Projekt Obdachlose Frauen. Es ist ein ganz kleines Projekt, Volumen ungefähr 100.000 Euro. Das Angebot umfasst 8 Schlafplätze und eine psychosoziale Betreuung für Frauen, die ein spezielles Problem haben, mit Gewalterfahrung, die psychische Probleme haben. Ihnen ist es aufgrund ihrer Situation eben nicht möglich, die schon vorhandenen gemischten Einrichtungen aufzusuchen. Eigentlich kein Thema, taucht aber nirgendwo auf, kann nicht verglichen werden, wird deshalb eventuell aufgelöst. Hätten Sie der teilweise vorhandenen genderrelevanten Datenerfassung auch eine konkrete Umsetzung folgen lassen, wäre dieses sinnvolle Projekt Ihnen nicht durchgerutscht. Aber wir werden dafür kämpfen, dass dieses Geld bereitgestellt wird. Aus meinem Bereich könnte ich Ihnen jetzt noch ganz viele Beispiele nennen. Ich sage nur das Frauen-Nachtcafé. Eine wunderbare Einrichtung, auch für Frauen mit Problemen, die sich dann nicht mehr an die Notrufzentralen wenden können, weil die schon nach Hause gegangen sind. Nachtcafé halt nachts. Volumen 14.400 Euro, wird wahrscheinlich auch nicht weiter finanziert. Gender Budgeting wird bereits in vielen anderen Ländern auf höherem Niveau als in Berlin
zum Beispiel angewendet. Als ein Beispiel möchte ich Österreich nennen. Das ist mir immer so besonders peinlich, aber ich tue das jetzt. Österreich ist weiter als Berlin und wird die geschlechtergerechte Haushaltsaufstellung am 1. Januar 2013 in ihrer Verfassung aufnehmen. Das kann ich nur sagen, das kann Berlin auch. Unser Antrag liegt vor. Gender Budgeting wurde bereits im letzten Jahrhundert von der EU als Instrument für mehr Transparenz und gerechtere Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger identifiziert und eingeführt. Es ist nun an der Zeit, nachzuziehen. Deshalb lassen wir Ihnen in unserem Antrag aber auch die Zeit bis zur Aufstellung des nächsten Doppelhaushaltes 2013-2014. Die Zeit, wo Berlin führend war im Gender-Budgeting-Prozess, wo unsere Pilotprojekte stilbildend waren, wo andere sozusagen von uns abgeschrieben haben, diese Zeiten sind vorbei. Bitte erzählen Sie uns nicht wieder Ihr Pilotprojekt in den Bezirken bis 2013, Ihre Haushaltsaufstellung, die gendergerecht veranlagt wird, bis 2014, natürlich ausgeweitet dann in den neuen Haushalt. All diese Sachen sind Absichtserklärungen. Wir möchten es gerne von Ihnen konkret wissen. Kommen Sie mit uns von Ihrem Pilotprojekt zum Politprojekt. Gleiche Buchstaben, aber ganz andere Wirkung. Deshalb unterstützen Sie bitte unseren Antrag. Vielen Dank. So, ich lasse das Geld mal für Sie liegen. Für die Fraktion der SPD hat jetzt das Wort Frau Dr. Ciborra. Ist das schon? Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Zunächst mal wollte ich anmerken, dass wir durchaus die Bereitschaft hatten, den Internationalen Frauentag zum Thema der Aktuellen Stunde zu machen. Das wurde aber anderweitig so nicht gewünscht. Wir haben ja hier nicht nur an diesem Punkt... von der Fraktion der Grünen habe ich gehört. Ich war in dieser Sitzung nicht dabei. Ich kann mich da bloß auf die Aussagen beziehen. Gut, wir beschäftigen uns hier ja nicht nur mit dem Antrag zu Gender Budgeting, sondern am 8. März, dem Internationalen Frauentag, mit der großen Anfrage zur Situation von Frauen in Berlin. Und ich möchte trotzdem erst mal einige allgemeine Dinge zu diesem Tag sagen. Drei Sätze zur Lage der Frauen auf dieser Erde. Frauen verfügen weltweit über 10% Anteil am Einkommen und über 1% Anteil am Reichtum. Zum Ausgleich dafür leisten sie mehr als 50% der offiziellen Arbeitsstunden und zusätzlich den allergrößten Teil der unbezahlten Arbeit in Familie, Pflege, Haus und Hof. Auf eine bezahlte Arbeitsstunde von Frauen kommen, nach Schätzungen natürlich, mehr als 2 Stunden unbezahlte Arbeit. Bei Männern sind das 20 Minuten. Der Tag heißt offiziell Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden. Und da möchte ich doch auch noch erwähnen, dass es bis heute und auch in Konflikten, in denen wir uns als Bundesrepublik Deutschland militärisch einmischen, die Frauen sind, die besonders grausam leiden und systematische Vergewaltigung ein Mittel des Krieges ist. Auch da haben wir nach wie vor Defizite in unserer eigenen Gesellschaft, wie die Frauen, die mit weiblichen Opfern in Kriegsgebieten dieser Welt arbeiten, erschreckend und eindrucksvoll schildern können. Für mich als Sozialdemokratin hat dieser Tag noch einmal eine besondere Bedeutung, denn dieser Tag wurzelt in der deutschen und amerikanischen Arbeiterinnenbewegung. Seine Einrichtung schaffte aber auch ein Bündnis mit bürgerlichen Frauen und er wurde letztes Jahr 100 Jahre alt. Zunächst war es das Frauenwahlrecht auf der Agenda, aber auch von Anfang an soziale Fragen und Fragen nach gerechtem Lohn. Das Frauenwahlrecht haben wir nun schon eine ganze Weile, aktiv und passiv. Aber bevor wir uns selbstgerecht zurücklehnen, in der Annahme, wir wären da irgendwie Musterschüler, sollten wir uns einige Daten ins Gedächtnis rufen. Noch bis 1977 lautete ein Paragraph im BGB, die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung, sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Basierend darauf brauchten Ehefrauen die Zustimmung ihres Ehemannes, wenn sie eine Erwerbsarbeit aufnehmen wollten. Die legten sie ihrem Arbeitgeber dann schriftlich vor. In diesem Jahr, als das abgeschafft wurde, kam ich übrigens in die Oberschule. Also so lange ist es nicht her. Mit meiner Generation sollte dann schon mal alles anders werden. Aufgrund der sozialdemokratischen Bildungsreformen der frühen 70er waren wir schon in der Breite mächtig gut ausgebildet. Wir wuchsen mit der neuen Frauenbewegung auf, mit dem Gefühl, dass uns die Hälfte des Himmels gehört. Die Uni-Abschlüsse haben wir dann zu großen Zahlen gemacht.
viele auch besser als die Jungs. Aber die Realität heute ist, wir sind das Schlusslicht in Europa, was das Gender Pay Gap angeht. Da hatte die katholische Wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf, ja? Meine Damen und Herren, es wäre angenehm, wenn Sie der Rednerin lauschen ja, eben wurde diesem und Thema hier große Gespräche nach außen verlagern würden. Ja. Da hatte die katholische Arbeitertochter vom Lande nun Abitur. Vielleicht hatte sie studiert und landete doch wieder hinterm Herd. Neben der Tatsache, dass wir das sozial selektivste Bildungssystem haben, gehört das für mich auf die Schamliste ganz nach oben. Es ist aber nicht nur zum Schämen, es ist kurzsichtig und dumm. Es ist falsch, weil mittlerweile erwiesen ist, dass Gesellschaften, in denen Frauen gleiche Chancen haben, erfolgreicher, glücklicher und nachhaltiger sind. Armut, bildungsferne, psychische Belastung hängen direkt mit ökonomischer Eigenständigkeit der Frauen zusammen. Löst sich das nun nicht auch alles von selbst? Haben wir nicht die bestausgebildete Frauengeneration am Start, die es je gab? Meinen nicht viele 20-jährige Gleichstellungspolitik, brauchen sie alles nicht? Ein Blick auf die Statistik. Das Bild vom Bermuda-Dreieck zwischen Promotion, Kinderwunsch und 30. Geburtstag ist klischeehaft und biologistisch, aber es beschreibt trotzdem das, was viele Frauen erleben und erlebt haben. Und die Jüngeren sollen das nicht mehr erleben, aber auch viele von den nun schon älteren Frauen, die sich durchgekämpft haben, wollen noch mal mit dem Kopf durch die gläserne Decke. Ich will jetzt allerdings auch sagen, dass wir schon zahlreiche Erfolge hatten. Als ich anfing zu studieren, gab es dann in dem Fachbereich exakt eine Professorin. Heute ist Berlin zwar nicht bei 50%, aber immerhin bei 28%. Und das ist ein Erfolg der Gleichstellungspolitik im Bereich der Universitäten. Was müssen wir nun tun? Wir sind da vorne. Ja, aber wir in Berlin sind halt besser als der Bundesdurchschnitt, und zwar deutlich besser. Ja, weil wir eine gute Gleichstellungspolitik gemacht haben in dem Bereich und die ja auch fortführen. Also, was müssen wir tun? Systeme, Führungsstrukturen in Unternehmen, Parteien, Universitäten haben so eine Dynamik der Selbstreproduktion. Die jeweilige Führungsetage sucht sich Nachfolger, die möglichst gleich sind wie die, die vorher schon da waren. Das ist gar nicht böswillig. Aber der Mann sucht sich halt einen jungen Mann, der ihm sehr ähnlich ist und als der natürliche Nachfolger erscheint. Man spiegelt sich da gegenseitig. Das macht alle Vorstellungen von Geschlechtergerechtigkeit, auch von Diversity, so schwierig. Und deswegen brauchen wir hier zunächst mal starre Regelungen, bis sich das durch Vielfalt geändert hat. Der Begriff der Frauenförderung ist nicht zu Unrecht in der wissenschaftlichen Diskussion durch den Begriff Empowerment ersetzt worden, denn es geht nicht darum, irgendwelche persönlichen Defizite auszugleichen, die vielleicht was mit weiblichen Gehirnen zu tun haben. Es geht darum, vorhandene Potenziale zu entfesseln, die Beschränkungen aufzuheben. Der korrekte Begriff wäre also Entfesselung, Entgrenzung und Entschränkung. Berlin ist dabei auf einem guten Weg. Bei uns beträgt das Gender Pay Gap nach offiziellen Angaben nur 19%. Aber ist das das Verdienst der Berliner Politik? Was kommt als nächstes, damit Berlin irgendwann mit einer runden Null beim Gender Pay Gap durchs Ziel geht? Dazu befragen wir unseren Senat. Wir fragen nach Arbeit und Bildung, Berufsorientierung und Karrierechancen, nach Einkommen von Frauen und nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer. Zu den vorliegenden Anträgen, die wir hier mitbehandeln. Um Probleme zu lösen und geeignete Maßnahmen einzuleiten, braucht man erstmal eine gute Datenbasis, eine Analyse des Problems. Dabei kann der Einsatz von Software zielführend sein und ist auch in manchen Unternehmen schon mit positiven Ergebnissen eingesetzt worden. Ich denke, wir werden diesen Antrag im Ausschuss ausführlich beraten. Zum Thema Gender Budgeting kann ich nur sagen, dass die Aussage, das Instrument wurde nur sporadisch angewandt, angesichts der Menge an Zahlenmaterial, das uns zu diesem Thema im Haushaltsplan vorliegt, selbst aus Oppositionssicht etwas lächerlich wirkt. Sie wissen doch ganz genau, dass Berlin hier eine absolute Vorreiterrolle einnimmt und die Instrumente kontinuierlich ausbaut. Es ist aber, wie schon bei dem anderen Thema, eine Datenbasis weist den Weg, ist aber noch nicht die Lösung. Mit Daten muss gearbeitet werden, und mit den Gender-Daten zu arbeiten, ist die Aufgabe dieses Parlaments, was in der entsprechenden Arbeitsgruppe ja auch geschieht. Nach einer Phase der Datenerhebung können wir nun mehr und mehr Aufgaben und Ziele formulieren. Lassen Sie uns das in allen Ausschüssen tun. Und Frau Kofbinger, Sie haben hier das Beispiel obdachlose Frauen, und das ist ja nun gerade ein wunderbares Beispiel, dass hier im Einvernehmen aller Fraktionen gesagt wurde, diesen Punkt müssen wir uns angucken, dazu muss eine Anhörung stattfinden, und da gucken wir ganz genau hin. Und genau darum geht es in der täglichen parlamentarischen Arbeit, und genau deshalb werden wir diesen Antrag auch noch mal intensiv uns angucken und beraten, wenn wir ihn denn überwiesen haben. Danke.
Vielen Dank.